Das sind die besten Grimace-Shake-Momente. Heute werden wir uns die krassesten Momente zu dem Grimace-Shake-Hype anschauen und was die Kreatur rund um Grimace angeht. Viel Spaß mit dem Video, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, schreibt gerne Grimace in die Kommentare und viel Spaß, gönnt euch ein bisschen Popcorn. Let's go! Grimace-Shake? Y'all are crazy for this, but let's go! Okay. Alles klar, der fährt zum normalen McDonald's. Ganz entspannt. Ja. Hi, can I get one large Grimace-Shake? That's it. Okay, I'm going to try das sieht so lecker aus. Der sieht so lecker aus, Leute, mit dieser schönen Packung, mit diesen kleinen... Also es ist ja eigentlich ein Milchshake. Diese ganzen, hier, Zuckerstreusel, die sind ja gar nicht drin. Aber die Verpackung sieht cool aus. So, er trinkt den Milchshake. Wow. Was ist da gerade mit ihm passiert, Alter? Der lag da einfach. What? Der lag da einfach rum. Oh mein Gott. Das arme McDonald's-Schild. Okay. Lol. Okay, Happy Birthday Grimace. Also der Shake wird produziert, weil Grimace jetzt Geburtstag hat. Dieses kleine lila Monster. Und ja, er trinkt den erstmal. Grimace Birthday Shake. Oh mein Gott. Kennt ihr dieses eine Meme, Leute, bei McDonald's? Yo, ich verkaufe heute den 1000. Grimace Shake, aber mit dem Gedanken, dass alles auf dem Boden landet. Es ist einfach so. Oh mein Gott. Guys, we just got the new Grimace Shake from McDonald's. Der sieht super lecker aus. Das ist meine Lieblingsgeschmacksrichtung. Blaubeer-Erdbeer. So geil. McDonald's, warum bringt der Shirin David McFlurry? Bringt uns den Grimace Shake. Bitte, McDonald's Germany, please, Grimace Shake. I want it. Try it out. Ich möchte den haben. Okay, er trinkt ihn erstmal ganz weird. Oh mein... Yo, what? What? Okay. Also Leute, irgendwas ist mit diesen Leuten. Das ist der neueste Trend, Alter. Vergesst Skibidi Toilet. Grimace ist der neue Trend. Oh mein Gott. Okay, let's go. Ey, wenn man so von hier aus anguckt, Leute, und mal ganz genau auf den Grimace Shake drauf zoomt, der sieht so lecker aus, oder? Dieses schöne Lila. Schaut ihn euch an. Der ist sehr, sehr nice. Der ist sehr lecker. Okay. Ja, nicht so schlecht, ne? Okay. Wow. Wow. Oh mein... Alter, was geht denn mit den Leuten auf einmal ab? Grimace, das ist irgendwie ein Teufelsshake. Oh, bitte bringt ihn doch nicht nach Deutschland. Wow, können wir mal darüber reden, wie creepy dieser Ort aussieht. Er sieht aus, als wäre das hinter einem Greenscreen AI generiert. Der Rasen sieht so clean aus, die Straße sieht so weird aus. Es sieht aus, als wäre er irgendwie schon jetzt gefangen. Okay. Happy Birthday, Grimace. Auch von mir. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott, Grimace. I'm so sorry. I didn't know it was your birthday. I didn't mean to disrespect. I got one of your shakes as reparations. Please don't hurt me. We're gonna do a review right now. Okay, er wird dir schon nicht wehtun. Er wird dir schon nicht wehtun. Alles wird gut sein. Oh. Mein Gott. Dieser neue Trend geht zu weit. Hey guys, what's up? I just got the brand new Grimace Shake from McDonald's. Wait, warum ist eine zweite Kamera? Und eine dritte Kamera? Eine vierte Cam. Okay. Oh oh. Oh Gott, Alter. Wer macht das sauber, frage ich mich. Also die machen das schon sehr überzeugend. Ja, man muss es sagen. Okay. Celebrate Grimace's Birthday. Grimace's Birthday. We got the Grimace Birthday Shake. Happy Birthday, Grimace. Ja. Yeah, was ist das bitte für ein Gebäude? Wie ist das denn bitte passiert? Er sieht ja komplett weird kaputt aus. Aber irgendwie hat das was. Das ist typisch American.
America. I got this new Grimace shake. I'm excited to try it. Okay. First time trying it. Let's see how it tastes. Es sieht sehr lecker aus. Sieht sehr lecker aus. Honestly, it's not that bad. Bro. Digga, das ist ja absolut krass. Okay. McDonald's, bitte bringt diesen Shake endlich nach Deutschland. Ich möchte den trinken. Das Einzige, was ich habe, sind meine EAAs. Ich habe EAAs. Schmeckt nicht. Ich will den Grimace Milchshake. Bitte, Grimace, gib mir den Milchshake. Ja, trink auch. Prost. Ah. Bro, die Reinigungskräfte freuen sich darüber. Nein, nicht die Oma. Nein, Omi. Bitte tu es nicht. Omi. Nein. Aber ey, sie hat das passende T-Shirt an, also. I've been wanting to try these Grimace birthday shakes. Happy birthday, Grimace. Ey, wenn sie bei dem Trend mitmacht, dann kriegt sie von mir ganz dicke Props. Let me taste it now. That's great, I believe. Oh. Digga, ganz dicke Props an die Oma, die bei dem TikTok-Trend mitmacht. Oh mein Gott, what a time to be alive, Alter. Geil, einfach geil. So guys, I got the Grimace shake from McDonald's. Let's give it a taste. Yeah. Warum höre ich Gitarrenmusik? Ist das wie bei Breaking Bad? Ich glaube, das ist wie bei Breaking Bad. Ich glaube, diese Musik kann ich wahrscheinlich nicht einblenden wegen Copyright. Ich weiß es nicht ganz. I don't know, aber es sieht sehr nach dem Breaking Bad Ende aus. Oh mein Gott. Okay. Alles klar. Got the Grimace Shake. Let's try it out. Bro, es regnet draußen. Zieh dir eine Jacke an, oder? Immerhin, Freunde, der Regen spült es jetzt schon weg. Wow. What's going on, guys? I just got the new Grimace shake from McDonald's. Wait, wer ist das da hinten? Happy birthday, Grimace. Cheers, my friends. Wer ist das da hinten? What? Alter, sein T-Shirt. Alter. By the way, dieser Grimace Shake, der ist ja richtig kräftig von der Farbe. Der löst sich ja gar nicht so stark auf. Es sieht aus wie pinke Farbe. Lila Farbe einfach. Das ist ja so krass, die Farbstoffe, die die da haben. Ich glaube, die dürften das nie in Deutschland verkaufen. Wow. Oh Mann, Alter. Es ist wirklich traurig, weil die Leute trinken einen Schluck draus und der Rest des Shakes wird verschüttet. Nur für diesen Trend. Also ist das Lebensmittelverschwendung? Ja, ist es. Ja, aber Leute, das ist halt einfach eigentlich Schmutz. Essen. Aber sie werden sich dann wahrscheinlich noch einkaufen und den wirklich trinken. Werden sie? Werden wir die wiedersehen? Wir wissen es nicht. Okay. Lecker? Nein, Ronald McDonald. Oh, Alter. Alright, y'all, I got this new Grimace shake. I'm excited to try it. Bro, die Zahl der Opfer werden jetzt hier festgehalten. Oh, warte, Nikocado Avocado hat da mitgemacht? Nee, ich dachte, das ist Nikocado Avocado. Alter, das ist wie so ein neuer The Last of Us Virus. Boah, stellt euch vor, McDonald's verkauft diesen Shake, um alle brainwashen zu können, um dann Leute zu Zombies zu verwandeln. Das ist schon crazy. Alter, das ist schon krass aus, Leute. Oh mein Gott, 28.000 Leute sind im Grimace Shake verfallen, 35.000. Leute, das ist schon ein krasser Trend.
Ha, ja, das ist der TikTok-Trend. Das ist das Video, was ich euch zeigen wollte. Hier steht, McDonald's-Employees schauen sich die Kunden an, wie sie einen Grimace-Shake kaufen, nur um sie dann auf dem Parkplatz lachend vor der Kamera zu trinken. Das ist das 47. Mal, dass das heute passiert. Yep. Das ist es. Ich hätte gerne einen Grimace-Shake. Oh, Leute, Alter. TikTok ist schon in manchen Situationen eine echt lustige Plattform. Ich meine, es gab ja diesen, ihr kennt den ja vielleicht, diesen komischen Tanz, ne? Diesen Israel-Song oder wie der heißt, ne? Israel oder so, wo die Leute tanzen. Was macht Warner Brothers? Verklagt erstmal jeden Einzelnen, der den Song benutzt hat, um darauf Werbung zu schalten. Selbst eine Feuerwehr, die das gemacht hat, oder Firmen. Alle werden verklagt. Hat sich super unsympathisch gemacht. Aber bei Grimace Shake, das ist halt, wie gesagt, Free Promotion. McDonald's, Alter, Marketing-Level on top. Ich weiß nicht, wer auf das gekommen ist, aber ja, irgendjemand ist darauf gekommen. We just got the Grimace Shake from McDonald's. Happy birthday, Grimace! Oh nein, sag mir nicht, dass ihr das jetzt auch... Oh mein Gott! Sie ist zu einem Zombie geworden. LOL. How's it going, guys? Today, we're gonna be reviewing Grimace's Birthday Shake. So, you know, I've always been a fan, so, see how this is. Ja, ich war auch mal ein Fan. Wow. Der arme Shake. Oh mein Gott, da ist der Grimace. Help me. Ist mir egal. Hey guys, just caught the new Grimace Shake. Happy birthday, Grimace. Shout out to my boy. Yo. Aber immerhin, hier ist nichts ausgeschüttet, ne? Alright everybody, we got the new Grimace Shake. Happy birthday, Grimace. Ist komisch, dass die meisten das bei... Bro, das sieht einfach am authentischsten aus. Das sah ja gruselig aus. We got the new McDonald's Grimace Shake, octuple cut. Grimmy, this one's for you. Bro, ihr sollt das trinken. Ihr müsst das trinken, bevor ihr das macht. Alter, wie das Motorrad noch nicht umgekippt ist. Wo ist der Schuh auf einmal her? Warum haben die alle einen Schuh ausgezogen? Today we're gonna try out the Grimace Shake. Es regnet gerade oder es schneit? I'm feeling pretty good right now after one sip. Bro, es regnet und er zieht fast alles aus. Oh mein Gott, das Auto! Okay, das war ein guter TikTok. Das war ein gutes TikTok. Das war sehr nice. Das war unerwartet. Nicht mal was Kreatives. Kippt er jetzt einfach um? Bro, wie ist er da reingekommen? I didn't mean to disrespect. I got one of your shakes as reparations. Please don't hurt me. We're gonna do a review right now, ready? Don't hurt me. Und ja, er wurde einfach in den Fluss geworfen. Ob es Grimace war, ich weiß nicht. Aber so macht er sich ja keine Freunde, der Grimace. Alright, I got this Grimace shake. Got a shake from McDonald's. Happy birthday, Grimace. We're gonna try this. Lecker Schmecker. Oh, der sieht so lecker aus. Ah. Der ist auch gut. Der ist auch ganz gut. Yo, wer hat gerade gedacht, dass das iShow Speed war? Wer hat von euch auch gedacht, das wäre iShow Speed? In einer ganz kurzen Sekunde sah das aus, als wäre das iShow Speed. So bis hier. Oh mein Gott, das sieht aus wie ein Tatort. Vor allem auch die Hose passt sehr gut. We're gonna be trying this Grimace Shake. As you see, I work at McDonald's. What? Der arbeitet sogar bei McDonald's. Der arbeitet da. Oha. So I know what the fuck is in this shake already. But today, we're still gonna do this for Grimace. Naja, immerhin ist das nicht ins Auto gekommen. Happy birthday, Grimace. I love you. Yo, Leute. Der hat die Actionfigur aus dem erwachsenen Happy Meal vom letzten Jahr.
Mann, wisst ihr, was diese Figur jetzt wert ist? Alleine wegen dem Hype um Grimace ist diese Figur locker hunderte Dollar wert. Vielleicht sogar tausende, weil aus dem McDonald's Happy Meal hat ja nicht jeder alle Figuren bekommen. We hope it's a good one, Grim. This one goes out to you, man. Let's drink up. Oh. Bro, warum klingt das so, als wäre da jemand so, der draußen im Wald pinkeln würde? Today we're trying the Grimace Shake from McDonald's. Happy birthday, Grimace. Happy birthday, birthday, birthday. Lecker? Ist gut, ne? Okay, das ist eigentlich gut geschauspielert. Oder ist es geschauspielert? Vielleicht ist es gar nicht geschauspielert. Vielleicht ist es ja echt. Hm. Ja. Ja, it's pretty good, dude. Boah, Alter, er hat ihn ausgesprayt. Dieses Lachen am Ende von dem. This is the, Ey, warum lachst du? Bro, das ist eine ernste Sache. Der Grimace Shake ist eine Challenge. Das ist die schlimmste Challenge des Jahres. Grimace Milk Food Shake? Bro, warum lachst du? Das ist nichts witzig. Grimace wird dich jetzt richtig holen. Weißt du, er hat nicht mal genug Geld ausgegeben, hat sich den kleinen Milchshake geholt. Schmutz. Oh mein Gott, aber immerhin, Leute. Er hat sich einfach komplett aufs Auto gelegt. Okay. Was muss man sich eigentlich immer denken bei den Leuten, die diese Klamotten dann dreckig haben? Fahren sie damit in dreckigen Klamotten nach Hause oder haben sie Austauschklamotten? Schmeißen sie die Klamotten in den Müll und ziehen vorher dreckige Klamotten an, die sie nie wieder tragen wollen? Ich weiß es nicht. We're gonna try the Grimace Shake. Okay, sie hat den noch gar nicht mal getrunken, aber... Guys, you know, let's try the new Grimace Shake, here we go. Warte mal, der war doch schon mal da. Der war doch schon mal dran. Yo, I just got the new Grimace milkshake from McDonald's. I'm so excited to try this. Happy birthday, Grimace. Wann hat denn Grimace endlich Geburtstag? Weiß das jemand von euch? Wann ist sein Geburtstag? Oh, nein, ich will auch. Wow, that's pretty good. Okay, das war bisher das Schlechteste von allen. Er hat einfach so ein lila Licht gemacht, wo er einfach so, naja, rumliegt und tut so, als würde er schreien. Yo! Oha, der hat sogar Pylonen und ein Caution-Sign. Das sieht aus wie ein Tatort. Das sieht aus wie so ein richtiger Tatort, ja. Man sieht, er hat keinen Bock. Er hat keinen Bock, den zu trinken. Bro, er hatte einfach keinen Bock gehabt. Die haben einfach das ausgeschüttet. Er hat sich einfach draufgelegt. Fertig. Hat er den nicht auch getrunken? Warum hat es nicht ihn getroffen? Ist das das erste Mädchen? Nee. Wir hatten doch in der Dusche die eine. Und da war, glaube ich, noch eine. From McDonald's. Happy birthday, Grimace. Bro, das klang echt gruselig. War das ihre Stimme gerade? Hey guys, we're trying out the Grimace Shake today. I just want to say happy birthday, Grimace, and let's give this a shot. Let's go. Woo. Yeah, that's pretty good. Okay, man achte Leute auf die kleinen Details. Er hat ein bisschen was auf der Hand. Also das ist schon mal nicht ganz so wenig Aufwand. Aber ja, der Cut war sehr, sehr smooth, Leute. Einfach so smoother Cut. Der war sehr smooth. Hey guys, today we're gonna try the new Grimace Shake. Yo. Ey, wisst müssen sich die ganzen McDonald's-Mitarbeiter denken, die sagen, ey Bro,
Du trinkst den aber auch aus, ne? Und ich sag's euch, wie es ist, Leute. Ich habe ein paar Kommentare gelesen. Die Mitarbeiter von McDonald's, die sagen, ey, uns ist es völlig egal, was du mit dem Ding machst. Wir wollen es nur verkaufen. Geld ist unser. Fertig. Was auch immer du damit machst, schütt es bloß nicht in unserem Laden aus, damit wir ihn sich sauber machen müssen. Aber auf dem Parkplatz wird McDonald's ganz, ganz sicher ziemlich viele von diesen Shakes liegen haben. Oh Gott. Yo. Klebt der Shake da an der Wand? Happy birthday, Grimace. This one's for you. Just got back from McDonald's. We're celebrating Grimace. No! 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 Ist das Eishow-Sweet? Hey, just got the new Grimace Shake. Let's check it out. The fuck? Ah, Leute. Die ganzen Parkplätze, ne? Wo dieser Shake liegt. Regnet es? Wenn es nicht regnet in dem Ort, boah, dann wird das ja ewig kleben. Die ganzen Ameisen, ne? Er hat den angefasst und ist auch umgekippt. What? Jetzt wenn er noch eine... Da kommt eine dritte Person. Eine vierte Person. Okay, Leute, die sind viel zu schnell. Bro, die TikToks werden immer schneller und schneller, weil das Video ist nur noch 3 Sekunden lang. Okay, da wird er da hergezogen. Aber ja. Über irgendwelche lilanen Monster in Milkshakes. Sexy nach. Wo sind die süßen alten Katzenvideos geblieben? Nein, bitte nicht. Nein, ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, Kim, bitte nicht. Bitte ein Video über dieses Grimace-Shake machen. Ich wusste bis vor kurzem auch nicht, was das ist, aber nachdem so viele von euch geschrieben haben und ich auch das wirklich ständig gerade sehe überall, dachte ich, lass mal ein Video machen und Hype mitnehmen. Let's go! Was ist der Grimace-Shake? Okay, der Grimace-Shake erobert aktuell die USA, nachdem McDonald's angekündigt hat, dass ihr lila Lieblingsmaskottchen am 12. Juni Geburtstag... Warte mal, lila Lieblingsmaskottchen? Ich dachte, Ronald McDonald wäre deren Lieblingsmaskottchen. Aber ich muss sagen, Grimace habe ich vorher nicht gekannt so richtig. Ich kannte den Hamburglar, ja, also den Hamburger-Dieb, ja, den kannte ich noch. Aber Grimace... Ich kannte auch noch diesen Vogel. Kennt ihr diesen Vogel von McDonald's? Dieses mit dem Schnabel? Dieses Mädchen? Der Katz. Since he was born, Grimace has always had a birthday. Und es dazu ein Grimace-Menü anbietet. And since he's had a birthday, smile. He's always had it at... Ja, da ist der Vogel. Da ist der Vogel, Leute. Und den Hamburglar. Bei dem Kunden entweder einen Big Mac oder 10er Nuggets mit mittelgroßen... Der Big Mac sieht... lecker Schmecker aus, Alter. Never sieht der so in real aus. Pommes wählen können. Und dazu noch den Grimace Shake, über den wir heute reden. Dieser Shake war das Highlight in dem Menü. So this June, we're all invited to the party with a special shake to celebrate. Und soll anscheinend nach Milch mit Müsli und Fruit Loops schmecken. Doch in letzter Zeit ist in den sozialen Medien ein Horror. Echt? Ich hab gedacht, es soll nach Blaubeer schmecken. Milch, Müsli und Fruit Loops? Fruit Loops schmecken da nichts? Milch schmeckt nach Milch. Müsli. Ja, aber Müsli ist doch crunchy, so zum Beißen. Trend daraus ausgebrochen. I mean, it's alright. Der als Grimace Shake Vorfall bekannt wurde. We talked about the internet's new TikTok obsession and it is the Grimace Shake. Dieser Trend ist in den letzten Tagen regelrecht explodiert. It took a life of its own on social media. Social media users turning the purple concoction into small horror movies. Es gibt Dutzende Videos, Nachrichtenartikel, Horrorspiele. Yo, das habe ich gar nicht gespielt. Und sogar einen Kommentar von... Aber die Horrorspiele sind gut. Also, Real Talk, die Horrorspiele sind wirklich gut. Dass sie das in 1 bis 2 Wochen so hinbekommen haben, so coole Horrorspiele zu machen, muss ich sagen, ist echt nice. Und die haben diesen Grimace Shake schon vorhergesehen. McDonald's selbst dazu. Das ist eine riesen PR-Aktion. Bevor ich jetzt ins Detail gehe, wer ist dieses lila Monster Grimace überhaupt? 1991 wurde er bekannt als der böse Grimace. Ronald and his friend spotted evil Grimace running off with loads of shakes and coke. Grimace heißt übrigens übersetzt Grimasse. Er wurde der McDonald's-Crew zum ersten Mal als Bösewicht des McDonald's. Er klingt wie so ein Backrooms-Charakter. Grimace, die Grimasse. Es gibt auch den Smiler.
Grimasse könnte das gleiche sein. Donalds Franchise vorgestellt. Thinking quickly, Ronald disguised himself as a big Hollywood movie director. Er hatte vier Arme und war dafür bekannt, dass er bei McDonalds immer Lebensmittel geklaut hat. Wait! Shouted Ronald. What a face! What beautiful eyes! Insbesondere liebte er es, die Milchshakes der Kunden zu klauen. The evil Grimace was very flattered. Would you mind stepping back a bit? A little bit. McDonalds entschied sich, die ursprüngliche Version von Grimace zu verändern, weil die zu gruselig war für Kinder, und verpasste ihnen ein freundliches Image, um ihn besser zu vermarkten. Irgendwie erinnert er mich an Patrick Star. Das ist doch einfach Patrick Star. So wurde aus Grimace ein liebenswerter, lilaner Charakter, der den McDonalds Milchshake verkörpern sollte. Oh ja, und dadurch wurde er eben zu diesem Shake-Maskottchen von McDonalds. Doch viele der Maskottchen scheinen mit der Zeit verloren zu gehen. Sogar Ronald hat es nicht geschafft. Das ist so das Keksmonster, Krümelmonster von Sesamstraße. Warum man die Maskottchen auslöscht, hat meistens was mit Marketing zu tun, wenn sie einfach nicht mehr zu diesen Marketingstrategien passen oder einfach out werden. Denn im Juni 2023 startete McDonald's eine Werbekampagne für Grimace Geburtstag. McDonald's Twitter-Account wurde von Grimace übernommen. Das lila Maskottchen postete, dass er am 6. Juni eine Ankündigung hat. Man soll ihm eine Nachricht schicken unter der eingeblendeten Nummer. Grimace war nun das Bild des McDonald's Twitter-Accounts. Wow, okay. Das ist schon cool, ne? Also muss ich sagen, das ist schon eine coole PR-Aktion, McDonald's einfach zu Grimace zu verwandeln. Und bei uns, Leute, McDonald's, Deutschland, mach doch das international. Ich hätte so gerne mitgemacht bei dem Trend, ich hätte den so gerne getrunken, diesen Grimace Milchshake, aber stattdessen kriegen wir Shirin David McFlurry. Und ich sag's euch, der schmeckt ganz gut. Aber der Grimace Shake ist, ich will den haben. Und ich will, warum konnten wir diese ganzen Sachen, also ich sag's euch ehrlich, Leute. Ich war ja in Amerika und ich war in einem McDonald's. Und da ist nichts Besonderes. Gar nichts. Da fehlt der McRib. Es gibt kein Big Tasty. Es gibt keine Spicy Nuggets. Es gibt keine veganen Nuggets. Es gibt diese Sachen alle nicht. Aber wenn McDonald's mal so krasse Aktionen raushaut, dann bin ich nicht da. Und diese krassen Aktionen gibt's da nicht in Deutschland. Also, sorry, wir wollen das auch. Bitte. Das war der Startschuss für die erste Welle von Grimace Memes. Okay, und jetzt wird es wirklich seltsam, denn plötzlich tauchten Videos auf, in denen... Leute, stellt euch vor, ich wäre in New York gewesen zum Zeitpunkt, wo der Grimace Shake draußen wäre. Ich hätte natürlich ein Video dazu gemacht. Ich war ja sogar in einem McDonald's. Ich habe dazu sogar ein Video gemacht. McDonald's Deutschland vs. Dingens. Ich hätte das gemacht, Leute. Ihr hättet mich auf die New Yorker Straßen gesetzt, hättet ihn getrunken und dann... Ihr wisst schon. Wenn Leute diesen Grimace Shake trinken und dabei plötzlich sterben. Hier mal ein Clip. Okay, I'm going to try the Grimace Shake. Ready? Das Ganze wird noch düster, also dranbleiben. Am 12. Juni hat Grimace seinen Geburtstag angekündigt und McDonald's veröffentlichte einen Werbespot mit vielen der alten McDonald's-Maskottchen, um für das neue Grimace-Geburtstagsmenü zu werben. Man kann sagen, was man will, aber diese Marketingstrategie hat funktioniert. Ich meine, wir machen gerade ein Video darüber, über ein altes Maskottchen, das sie recycelt haben und jetzt Menü verkaufen mit ein paar Nuggets, Pommes und einen Shake für $20. Also wir haben auf jeden Fall... Was? $20? Wo in aller Welt ist dieses Menü $20? Hat alles richtig gemacht. Happy Birthday, Grimace! Help! Help! Somebody help! He's not responding! Es gibt noch 1000 weitere solcher Clips. Hier mal noch einer. Make Happy Birthday, Grimace. Yeah, it's pretty good. Yeah, it's pretty good. Wow. Alter. Oh mein Gott. Die Leute taten so, als wäre der Shake irgendwie vergiftet. Oh, da ist ja dieser Let me do it for you. Da ist ja dieser Dog, Alter. Aber die Katze kenne ich nicht. Ich mag keine Katzen.
es taucht noch Videos auf, in denen Grimace selbst kam, um die Leute zu töten, die diesen Shake trinken. This is how you make a Grimace Shake. A cup of blueberries, half a cup of raspberries, oh. 3 scoops of ice cream. Happy birthday, Grimace. Okay. Ich habe einen Eiscreme Maker. Ich glaube, ich mache einen. That's pretty good. Alter! Und es gibt noch viele weitere dieser seltsamen Videos. How to make a Grimace Shake. Okay. Junge, warum muss ich bei dem Song immer an diese Ocean Gate Sache denken? Warum muss ich bei diesem... Ich glaube, ich habe zu viele TikToks gesehen. Wir kommen alle in die Hölle. Oh, dieser Song. Ja, was steckt in deinem Video? Wie kam es eigentlich dazu, dass Leute diese Videos machen? Also, was steckt dahinter? Eigentlich ziemlich einfach zu erklären. Grimace war einfach die Horrorfigur für McDonald's. Und sogar nach Jahren der Wiedervermarktung und einem 10-jährigen Verschwinden dieses Charakters hat nicht einmal die jüngere Generation vergessen, dass Grimace ein böses Monster war. Wie gesagt, auch McDonald's hat auf den... Und sie wollten halt so tun, als wäre er nett, damit er mit diesem Image... die Leute vergiftet. Und das haben die Leute gecheckt. Trend reagiert. Sie posteten ein Bild mit Grimace und dem Text: Ich tue so, als ob ich den Trend zum Grimace Shake nicht sehen würde. Verständlich, dass McDonald's nichts gegen den Trend hat, weil es ist, wie gesagt, die... Ja, es ist halt einfach Marketing. Und es ist, wie gesagt, den McDonald's-Leuten egal, was ihr mit den Shakes macht. Es ist halt Eigenverantwortung. Das ist auch gut so. Ja, macht mit den Shakes, was ihr wollt. Wenn ihr sagt, yo, ich will den halben Shake verschütten, dann verschüttet den halt... Ich würde nicht sagen, das ist groß Lebensmittelverschwendung, weil wir reden hier nicht über hochqualitatives Essen, was ihr nach Afrika bringen könnt, also so ein Milchshake. Ja. Beste Marketing, die sie machen konnten. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein McDonald's-Mitarbeiter sogar damit angefangen hat, daraus einen Trend zu machen. Weil, wie gesagt, wir reden jetzt gerade darüber, YouTube ist voll davon. Today we're trying a new Grimace drink from McDonald's. First sip, here we go. Sie sind auch kreativ, manche Videos. Was sie an Geld jetzt machen und was sie an Geld machen für dieses kleine Pissmenü. Wie gesagt, $20 für ein bisschen Pommes, Nuggets und diesen Shake, der aus Fruit Loops besteht oder schmeckt. Ich weiß nicht. Kennt eigentlich... Bro, der schmeckt nicht nach Fruit Loops. Fruit Loops schmeckt nach gar nichts. Das ist ein Blueberry. Blaubeere. Hat euch jemand den Hund Ronald Sunday? Ich sage euch jetzt schon mal, dass wir auch über diesen Hund irgendwann ein Video machen werden. Gucken wir einfach, was sie noch so haben, so im Keller rumliegen. Denn anstatt irgendwelche neue Maskottchen zu erfinden, guckt McDonald's einfach kurz in den Keller, was da noch so rumliegt an alten Figürchen. Ja. Und dann machen die da wieder Promokampagnen raus. Gute Idee, muss ich sagen. Warum nicht? Recycled ist, Recycler-Content ist auch gut. Mache ich auch für meine TikToks. Es gibt, wie gesagt, auch ein Grimace-Horrorspiel. The Grimace Shaker, ne? No, 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 no. Dass ich auf meinem Gaming-Kanal gespielt habe, schaut euch das Video an, es ist gut geworden. Cayman, Cayman! Okay, die sahen auf jeden Fall sehr überzeugend aus. Cayman, Cayman, ich brauche deine ID! Nein, ich zock, wieso? Ich will 2 Grimace Shake aus Amerika bestellen, deshalb brauche ich deinen Ausweis dafür! Was, der neue Grimace Shake aus den USA? Ja, Mann, ich hab's schon gefunden, da kann man die bestellen, aber die Zeit läuft! Laber nicht, sofort aus dem Online-Shop! Da, schau, Cayman, Mann, das sind die ganz neuen von TikTok, der übelste Trend, Mann! Ja, Leute, die Shakes sind der Wahnsinn! Flexi, wir müssen sofort 2 bestellen, ich gebe meine Ausweis. 2 bestellen, weil du weißt, wie lange es braucht. Ich weiß nicht, ob das Flexi oder Cayman ist, aber was hat er damit, dass er sich ständig ins Gesicht fassen muss. Irgendwie feiere ich sie. Aus Amerika, ich will die sofort haben. Also die Energie, die der hat, Bruder, ich wünsche mir auch wieder so eine Energie zu haben. Ich war früher auch so. Wirklich. Grimace Shake. Grimassen Shake von McDonald's. Die original TikTok virale Headline. Und die werden wir um 3 Uhr nachts ficken. Ey Leute, wir werden es. Es ist jetzt 3 Uhr. Oh ja, natürlich, es ist 3 Uhr nachts. Leute, das dürfen wir nicht vergessen. Es ist 3 Uhr nachts. Das ist krass. Ihr müsst euren Schlafrhythmus mal in den Griff kriegen. Ihr macht so viele 3 Uhr nachts Sachen. 3 Uhr nachts, die Teufelstunde. Und wir haben uns vor 3 Tagen per Express die originalen Grimace Shakes aus Amerika bestellt von McDonald's. Und schaut mal hier. Und hier ist die Box. Und angeblich
angeblich soll da der echte Grimace Shake aus Amerika drin sein von McDonald's. Das Ding ist, die kamen per Fracht, also Luftfracht. Deswegen wissen wir nicht, wie es da drin aussieht. Wow, per Luftfracht. So ein Milchshake, der ist ja eigentlich, naja, gefroren. Also so kalt. Müsste der nicht mittlerweile, entweder muss der ja eingefroren werden, aber dann ist die ganze Sahne ekelhaft. Oder der wird dort frisch zubereitet. Also Milchshake ist das Schlechteste, was du importieren kannst. Glaube ich. Vor allem aus USA. Aussieht, ich hoffe, die waren gekühlt, flexig. Ich hoffe, die Shakes sehen noch komplett neu aus. Ich weiß es nicht, du kennst die das Leute. Das Problem ist, hoffentlich sind auch die Shakes noch drin. Der Hype ist so groß, dass sogar Flugzeugmitarbeiter das öffnen und selbst den Shake trinken. Wir sind den egal, wie er aussieht, ich bin froh, wenn der Shake überhaupt in dieser Box drin ist. Oh, das wäre mir am liebsten. Was machen wir allein so ein Becher kostet hunderte von Dollar. Leute, hier lassen. Ja? Wirklich? Wait, das muss ich mir jetzt anschauen. Bro, real talk. Er lügt nicht. Tja, Grimace Shake für 250 Pfund. What? Yo, es ist halt einfach der Becher, ne? Leere mittlere Kunststofftasse und Deckel ausverkauft. Bro, aber wisst ihr, was ich will? Ich will die Grimace-Figur und die... Alter, da verkauft jemand die für 6.000 Dollar. Die will ich haben, diese Grimace-Figur. Die gibt's nur, gab's nur in dem Happy Meal, dem McDonald's Happy Meal von dem erwachsenen Happy Meal. Warum auch immer der vier Augen hat, ich weiß es nicht. Digga, das wird ja schon höher, das ist schon 60 australische Dollar. Ich will das haben. Ich will den Grimace haben. Erstmal einen fetten Like da und schreibt Trink in die Kommentare. Schreibt Trink in die Kommentare, nicht Drink, Trink. Trink! T-R-I-N-K. Wenn man durstig ist, trinkt man einen Trink. Trink, Freunde. Man trinkt einen Trink. Ah! Ich krieg die Krise! Wir öffnen diese Box in 3, 2, 1. Oh mein Gott. Einer ist schon mal da, wir haben gerade heimgestellt. Ja, ja! Lecker, Flexima! Wow, das ist ja bei dem ganzen Flugzeugtransport da ohne Polsterung so gut erhalten ist. Schon gute Leistung. Der wurde wirklich mit einer Wasserwaage transportiert. Wir haben es heil überstanden, aber doch kein Scheiß. Alter, was ist das? Eis? Das ist Eiswürfel. Eishagel oder was? Eishagel. Aber schau mal, das Eis war bestimmt randvoll und ist geschmolzen. Alles geschmolzen, Freunde. Mann. Aber Gott sei Dank, Leute, schaut mal. Wir haben den Original-Shake. Es hat wirklich funktioniert aus Amerika, Mann. Wir haben hierfür 99 Dollar pro Shake gezahlt. Also fast 80 Versand, Euro. Versand, alles kommt da dazu. Celebration-Shake. Das ist der Shake überhaupt. Jeder in Amerika will diesen Shake haben. Alter, jeder. Schau TikTok, überall. Pick this or this. Wähle das oder das, Mann. Es ist aus dem Menü Celebration. Und hier steht Celebrate. Grimace Birthday. Wir müssen seinen Geburtstag feiern. Und es wisst ihr auch, darum geht es in diesem Ritual. Ganz genau. Und das Witz ist, wir haben jetzt hier den Shake und den analysieren wir jetzt erstmal zusammen. Ja. Ich würde den sehr gerne analysieren. Ich sag da mal nicht viel zu, aber das sieht ganz lecker aus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es sieht sehr lecker aus. Ich würde sagen, Flexi, mal weg mit den ganzen Eisbox hier. Die brauchen wir nicht. Komm, komm mal runter. Gott sei Dank. Wir öffnen jetzt erstmal den Deckel. Wo kommt der Hund her? Gerne gleichzeitig auf. Hä? Okay. Bei mir ist die Sahne ein bisschen geschmolzen. Ey. Für dich gibt's keinen Grimace Milchshake, Hundi. Ja, überleg mal, es war im Flugzeug und alles, auf jeden. Riecht nach Sahne, frisch. Riecht nach Sahne und fresh, oder? Lucky, und nach Zucker. Auch, ein bisschen Zucker ist auf jeden Fall auch dabei. Okay, warte, Lucky darf als erstes probieren, nicht, dass was passiert. Lucky? Ja, ich glaube, bei der Sahne passiert nichts. Es ist nur Sahne. Ich glaube, das Schlimme ist der ganze Shake und nicht die Sahne. Alter, Flexi, was soll ich machen? Ich bin so gespannt, was passiert, wenn die den trinken. Weil alle kippen ja um, wenn die den Grimace Shake trinken. Passiert das aber auch bei denen? Oh, ich weiß nicht. Halt, Cayman. Du hast gesehen, was passiert, wenn man den trinkt, oder nicht? Ihr wisst alle. Verrückte Sachen. Trinkt, oder ihr wisst Leute, es. Ihr könnt es nachschauen, wenn man den trinkt, man liegt da rum. Passiert verrückte Sachen, Cayman. Nein! Nein, nein, noch nicht! Oh, Alter, Flexi. Was ist? Der ist sowas von lecker, Mann. Der schmeckt nach Vanille mit einem Hauch von Traube. Bist du dir sicher, mein Freund? Das ist doch eigentlich ein Blaubeershake. Lecker, trau mich aber nicht. Traube? Weiß ich nicht, Mann. Leute, sogar mit dem originalen Strohhalm, Alter, sind mega. Wir haben echt... Ich kann nicht mehr. Bro, McDonald's verkauft doch keine gestreiften Strohhalme. Und ja, auch in USA hast du noch Plastikstrohhalme. Also, so diese Pappstrohhalme mit... Also, wenn, dann sind es weiße Pappstrohhalme. Ich hab dann alles gedacht. Vielen, aus vielen Plastik Dank. Noch geile McDonald's Zeit. Ja? Der ist aus Plastik? Amerika. Auf euch sozusagen. Schmeckt's wirklich? Lass sie mal, es schmeckt. Ja, aber es passiert nicht. Du weißt, es ist 3 Uhr nachts, die Teufelsstunde. Und du machst diesen Shake. Okay. Was passiert für mich? Alles okay?
Ich hab dich gewarnt! Was ist hier los? Ich hab dich gewarnt, wenn man diesen Drink trinkt, schau, was passiert! Du wirst ja zum Cream Ace! Nein, Mann, Flexi! Du wirst zum Cream Ace! Du wirst zum Cream Ace! Leute, ich glaube, ich dreh langsam durch. Dreht ihr auch durch? Dann schreibt Trink in die Kommentare. Jeder Einzelne schreibt bitte Trink in die Kommentare. Ist ja jetzt deine ganze Hand ist lila. Dicker, es geht nicht jetzt schon wieder los. Ich dachte, das ist alles Spaß. Nein, ich bin schockiert. Ich dachte, das ist Spaß und Fake auf TikTok, aber... Ach so, du dachtest, die machen das einfach so. Ja, aber... Ja, hier ist der Beweis, du hast getrunken und das Ganze um 3 Uhr nachts und was ist passiert? Flexi, trink sofort auf. Flexi, wieso? Ich will... Flexi, bitte trink auch, Mann. Schau mal, deine trink Hand auch. An. Leute, ich will doch nicht alleine zu Ende gehen. Wir haben gesagt, wir machen alles zusammen. Bitte, Flexi, trink. Ja, gut, trink, Flexi, bitte. Komm, trink, ja, trink, 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 trink. Trink! Und? Oh, das schmeckt echt gut. Mmh. Mann, Hammer, oh. Leute, das ist einfach geil. Mmh. Mmh. Und? Flexi, warum passiert das bei dir? Ist echt lecker, weißt warum du passiert nicht? Bei Flexi? Ah! Oh, 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 oh! Flexi! Der hat nix! Ich hab getrunken und ich hab nix! Ich sag's euch, Freunde, warum verwandle ich mich und Flexi nicht? Nein, wirklich ey, gar du nicht! Musst noch dein Ohr! Zu wenig getrunken, es kann noch mehr! Sein. Guck mal, ich bin noch verwandelt direkt! Bei mir ist nichts passiert! Bei dir ist nichts! Mein Shake ist wirklich Komm. Clean! Trink, 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 mehr, mehr! Der mehr, ist mehr, lila! Mehr. Okay, das reicht, das reicht. Irgendwas passiert, Mann. Er ist lila! Und Flexi? Oh mein Gott! Ah, lila nicht! Ah, 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 oh, dein Gesicht, Flexi! Dein Gesicht, oh. Ist das nicht die Uhr? Das ist kein Spiegel. Das ist die Uhr! Das ist kein Spiegel, das ist die Uhr! Sonst wäre da ja keine Batterie dran. Es ist 3 Uhr! Es ist 3 Uhr! Leute, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Aber es ist so witzig. Alter, und ich sag's doch, die Teufelsstunde, Freunde. Bro, das ist aber kein Spiegel gewesen. Es funktioniert und wir werden dieses Video nicht beenden, bevor wir diesen Drink nicht ausgetrunken haben, Leute. Wir werden mit euch trink, den ganzen Drink trink, trink, gucken, trink, trink. Mein Gesicht. Leute, lasst jetzt nochmal einen Like da und schreibt Trink in die Kommentare. Leute, schreibt Trink in die Kommentare. Trink, 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 trink. Nein, nicht weiter. Jeder, Leute, jeder Einzelne, der jetzt guckt, muss Trink in die Kommentare schreiben. Es ist mir egal, ob du auf dem Fernseher guckst. Dann geh halt aufs Handy und klick nochmal aufs Video und schreib extra Trink in die Kommentare. Let's go. Oh nein. Ich bin gespannt, was das nächstes kommt. Nein. Oh mein Gott, Freunde, ich will gar nicht wissen, wie ich mich verfärbt habe. Dein Arm! Leute, es wird immer schlimmer. Es war nur die Hand. Jetzt der ganze Arm. Aber die Hand nicht, die Hand ist frei und die nicht. Herr, was aber hier ist der Arm frei. Ich sag dir, was der Shake macht, was er will. Ich sag dir, was? Grimassen, der schneidet Grimassen, Grimace. Das findest du geil, aber du wirst ja lila, wir werden lila alle. Nur weil wir Grimace alles Gute zum Geburtstag gewünscht haben. Und das Ganze auch noch um 3 Uhr nachts. Alles kann doch nicht Gute wahr sein. Zum Geburtstag. Wahnsinn. Aber eins muss ich dir lassen, ich muss weiter trinken, weil er schmeckt einfach zu gut. Ich muss trinken. Ja, trink ihn, Alter. Mm. Der sieht auch lecker aus. Mm. Alter. Sass. Flexi ist krank, wie viel trinkt der? Du googelst ja. Nichts. Nichts. Halt, meine Hälfte, Gesicht. Digga, Digga. Ah, was geht hier ab? Oha. Mein Bein. Was ist hier los? Mein Bein. Mein Leg. So können wir doch nicht mehr rumlaufen. Mal, Freunde, bevor wir das hier zu Ende trinken, Mann. Wann endet dieser Zaubertrag? Wann verwandeln wir uns zurück? Hast du eine Idee? Hat hier steht ja irgendwas in der Box drin. Leute, wisst ihr, was es mit dem Shake auf sich hat? Dann schreibt es mal in die Kommentare und lasst ein Like da für die krasse Kacke. Lasst doch ein Like da, Leute, für die krasse Kacke. Lasst doch mal ein Like da. Was? Was? 4? Was? Nicht um 4 Uhr, Flex. Stimmt, die Teufelsstunde geht immer bis 3 Uhr und bis 4 Uhr. 3 Uhr 59 ist die Teufelsstunde vorbei, um 4 Uhr geht's. Nein, das heißt aber, wir sind jetzt mindestens eine Stunde so. Egal, ich trink weiter. Mann. Was? Ihr wollt es sehen. Bist du dir sicher? Ja komm, Teufelsstunde, nein, muss man nein, exen. Nein. Bitte. Es muss aufhören. Ihr wisst, was jetzt kommt. Nein. Lecker. Wow, 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 wow. Wow! Du siehst ja aus wie der Stormtrooper von ID. Zock, dein Ge- What? What? Digga, was? Alter, ihr habt mein Video gesehen. Kuss geht raus, Alter. Grüße gehen raus, Alter!
Ja, Mann! Der Sturmtruppler von Heidi-Zocker! Kuss geht raus, Jungs! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ey! Aber warte, Flex, die kannst du auch den hier machen! Moment! Ich hab noch den hier. Also ich hab den hier, dann hab ich den hier. Und ich hab auch den hier, aber weiß nicht, ob du den auch machen kannst. Also den hier mit Mitch. So. Oh mein Gott, was? Die haben meine Reaction gesehen. Geil. Geil. Leute, ich feiere euch, ich mach weiter so. Ich finde die so lustig, die Videos. Wow. Und checkt unbedingt, Leute. Checkt sie ab. Hier. Cayman und Flexi und ein Like da lassen, ganz wichtig. Und schreibt Trink in die Kommentare. ich komm nicht drauf klar. Nein. Du siehst aus wie der Stormtrooper von ID. Zock, dein ganzes T-Shirt ist. Das sieht halt wirklich so aus. Okay, Leute. Beruhigen wir uns mal. Was deine Hand alles hat! Nein. Mein T-Shirt war weiß da vorne mit. Ja, es war fast so wie weiß. Jetzt ist es komplett lila. Nicht nur die Haut. Was mit meinem Gesicht? Das ist noch komplett Cayman. Wie, das noch komplett? Nein, das ist nicht so wie mein. Hey Mann, der Shake macht, was er will. Dann wirklich. Fehlt mir vielleicht noch ein, zwei Schlücke, dann für die komplette Verwandlung. Und dann werden wir jetzt, wenn ihr jetzt alle nochmal einen Daumen nach oben werden wir jetzt den Shake zusammen trinken. Tee, also nicht wieder Drink, sondern Trink. Sollen wir zusammen trinken? Ah, okay, okay. Ich würde mal sagen, trink. Auf die Celebration. Zieh durch, zieh durch. Okay, Flexi, komm. Sieh durch. Leute, es tut mir leid, aber ich bin jetzt komplett außer Fassung. Weil ich ging ja nicht davon aus, dass sie eine Referenz an den Stormtrooper gemacht haben. Mann, Alter, wenn der Autofokus mal richtig machen würde. Hier, Autofokus. Da. Da sind wir, Leute. Wir trinken jetzt den Grimace Shake. Let's go. Und schreibt Trink in die Kommentare. Sonst drehe ich hier am Rad. Sonst drehe ich hier komplett durch. Okay. Ich muss sagen, der schmeckt ausgezeichnet. Komm, ich trinke noch einen Schluck. Und noch einen. Der schmeckt einfach so lecker, Leute. Aber am Ende passiert es doch, dass der Shake ausgeschüttet wird, ne? Dass die auf den Boden fallen und dass sie den Shake teilweise ausschütten. Wenn sie halt einfach so umfallen, weißt du? Oh, oh. Wenn wir so viel trinken... Lieber, Entschuldigung, so lecker. Und? Wenn wir zusammen trinken, passiert nichts. Alter, das ist der Trick. Wow. Digga, dein ganzes Gesicht ist voll. Deins ist ganz voll. Wie meinst du? Was laberst du? Sind unsere ganzen Gesichter jetzt komplett lila? Und meine Haare? Die sind doch normal und flexibel. Was mit meinen Haaren? Was mit deinen Haaren? Die sind ganz normal, Bruder. Ich liebe diese. Deine sind auch ganz normal. Echt? Hey, aber krass! Was denn? Wenn du trinkst und was anhast, das bleibt weiß. Nur die freie Haut wird lila. Echt? Ah. Ja, oder? Deshalb wurde auch dein Shirt lila und nicht die Haut. Wie krass ist das denn? Habe ich jetzt hier so einen Strich oder was? Ja! Nein, Leute, ihr seht es doch, Mann! Lass mal ein Like. Geil. Cayman, dein Gesicht ist aber jetzt komplett lila. Und wenn ich denke, meins auch, oder? Ich kann es nicht sehen. Komplett lila, Leute. Ja! Ein Like da. Oh mein, was soll? Sollen wir jetzt wirklich noch weiter trinken? Oder wir müssen ihn zu Ende trinken und dann hört der Fluch auf. Ich weiß mein Gott. Nee, ich trinke doch jetzt nicht noch weiter. Was soll denn jetzt noch passieren? Was soll denn noch alles lila werden? Die Stellen, die von den Kleidern bedeckt sind, Flexi. Nein. Oh nein, oder meint, ist es das, was ich denke? Also, ihr wisst, welche Stellen ich meine. Au. Oh, das wird gefährlich. Mann, oh. Bist du wirklich sicher? Aber die sind fast durch, Leute. Die sind fast durch. Ist er nur nicht leer? Leer ist er nicht. Eigentlich sollten wir schon leer trinken. Oder wir setzen uns erstmal. Bist du dir sicher? Und warten einfach, bis es 4 Uhr ist. Bist du dir wahnsinnig? Ja. Er stand auch dran, man muss ihn austrinken. Und ich gebe doch nicht so viel Geld aus und trinke dann den Shake. Alter, ist ja komisch, weil die Uhrzeit auf dem Zeiger ist immer noch, wenn man ganz genau guckt, ist der Zeiger immer noch auf derselben Stelle. Merkwürdig. Es ist so, als würde die Zeit anhalten, während man den Grimace Shake trinkt. Das würde aber bedeuten, dass der Fluch ewig hält. Nicht so viel Geld aus und trinkt dann den Shake aus. Alter, es ist fast 4 Uhr.
Ja gut, dann trinken wir aus. Komm, wir trinken den aus. Ey, 4 Uhr verwandeln wir zurück. Strohhalm dauert zu lange. Bro. Aber du guckst doch noch da drauf und du siehst doch, dass der kleine Zeiger gar nicht in der Nähe der 4 ist. Da, meinst du komplett oder ja. Was? Auf Ex? Oder? 3. Celebration. Happy Birthday. Grimassengesicht. Grimassengesicht. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Let's go. Der ist einfach zu lecker. Ich sag dir ehrlich, egal auf das, am liebsten würde ich ihn direkt. Aber das ist eins meiner Lieblingsvideos von denen. Also das und das Skibidi Toilet Video. Das muss ich sagen. Nochmal bestellen. Ich auch mal. 90 Euro, 99 Dollar. Junge. Und jetzt? Alles gut bei euch? Muss Kaka. Vorsicht, Bruder. Die Skibidi Toilet ist immer noch da. Ganz vorsichtig. Wenn du groß musst, geh nicht um 3 Uhr nachts auf Toilette. Sonst kommt der Kopf der Skibidi Toilette und BAM! Yo, Leute! Es ist wirklich 4 Uhr morgens. Es ist unglaublich. Es hat geklappt, Freunde. Ihr hattet recht. Um 4 Uhr verwandelt man sich wieder zurück. Wir haben die ganze Farbe ist weg. Wir haben sie überlappt. Wow, wow, wow. Der Hund Lucky! 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 Starkes Video. Starkes Video. Also, von mir Grüße vom Stormtrooper. Grüße auf jeden Fall. Macht weiter so, Jungs. Ich feiere die Videos. Also, sehr nice. Sehr nice Unterhaltung. It is Grimace's birthday, all yeah. Right? And you know what we gotta do. They got his own shake, purpled out and everything. And guck mal, er hat sogar ein lila Hemd an. You know, we gotta try this bad boy. Introducing the McDonald's Grimace Birthday Purple Shake. Yeah. Don't touch that mouse. Alter, was für ein Intro, Bruder. Lange nicht mal reingeschaut. Okay. Badlands chunks. Don't touch that mouse, folks. TV remote or phone screen, because your boy Badlands Chugs is on. And yo, it is Grimace's birthday. Oh my gosh, you know the big Barney looking man. Ja, stimmt. Der ist so ein bisschen Barney-mäßig. Er sieht tatsächlich aus wie Barney. Von der Farbe her würde das passen. And purple thing from McDonald's that we all used to know and love, all right? Grimace has been out of action for a minute, but yo, he's back and it's his birthday. Keine Sorge, er wird gleich 3 Liter davon auf am Exen. Er wird die Exen, Leute. Er wird die komplett durchziehen. Und ihr wisst, Milchshake hat sehr, sehr viel Luftblasen. Alright, and they just brought this bad boy out, yeah. Okay? This right here is a Grimace Shake. Oh my goodness, I've never tried this, so I don't know what ich bin so gespannt. What flavor it is, but yo, we about to try this right now. And they also have a meal, you know what I'm saying? Oh, das sieht so cool aus. Guck mal, die haben sogar eine eigene Tüte hier. Celebrate Grimace's Birthday. Einfach so schön, die Tüte sieht sehr schön bedruckt aus. Bestimmt auch was wert. Little Big Mac meal, but you know, been there, done that, all right? This is what it's all about right here, so let's take a sip. Okay. Oh, ich hoffe, ich bin mal gespannt, ob auch was passieren wird in dem Video mit Grimace. Weil jedes Mal, wenn jemand einen Grimace-Milchshake trinkt, da passieren Sachen. Oh, that's good. Nice and purpley. Ah, but yo, I'm not about to sip this out of no kind of straw, all right? I brought my Budo, okay? Er hat den Budo und der hat angeblich 3 Liter. Ja, es sieht so klein aus, weil er hat einen großen Kopf und eine ganz große Hand. And ladies and gentlemen, this right here is the new DOS boot, all right? You see, it has the B for Badlands on it. It's 2 liters. Die ist nur 2 Liter. Ah, okay, dann trinkt er 1,5, ne? 2 liters at the line, 3 liters at the top, all right?
Ah doch, 3 Liter an der Spitze. Right? And we're about to step into the chug zone, okay? So, got the DOS boot right here and let's begin. Bro, das Teil ist schon größer, als ich dachte. Okay, ich nehm's zurück. Der könnte theoretisch 2-3 von den Grimace-Bechern alleine reinpacken. Oh, my goodness. Do you hear that? Er muss da noch was reintun. Da muss noch mehr rein. Da muss noch mehr rein, Kollege. Noch mehr. Yeah, more. 3 Stück hat er schon. Und wenn man davon ausgeht, dass normalerweise ist ja bei uns der Milchshake maximal einen halben Liter. Aber es ist dort, glaube ich, 0,75. Das heißt, wenn er 3 davon hat, dann sind das, oder das sind 666 Milliliter und dann wäre das theoretisch jetzt fast 2 Liter. Fast. 1,8 Liter. Should we fill it to the top? Let's fill it to the top, folks. Oh. Oh my goodness. Gracious. Oh man. What are we doing? This. Bro, das ist schon krass, ne? Das Ganze trinkt der jetzt weg. Ladies and gentlemen, Alter. Is a masterpiece, okay? Ich mach das jetzt, Leute, uncut. Wir werden jetzt uncut das schauen, wie er das trinkt. Biggest Grimace Milkshake. Ich bin sehr gespannt. Ever seen, that the world has ever seen. And we're about to chug it. It is fridge cold, all right? Because it's a shake. But yo, ist auch noch kalt. Enough talk, so it's time to chug. Es ist auch noch kalt. Also Leute, seid ihr ready? Ich bin sehr ready. Let's go. 3, 2, 1. Enough talk. Okay, Leute. Ich bin... Oh mein Gott. Denkt dran, das ist kalt. Yo, wie schnell trinkt der bitte? Oh mein Gott, nach 10 Sekunden schon die Hälfte geschafft. What? Okay, hier tut sich ein kleines bisschen schwer, aber ey, schafft es in 20 Sekunden. Bro. What? What? Er hat es einfach in 18 Sekunden 3 Liter weggetrunken. In 18 Sekunden 3 Liter Grimace Shake. Ich würde mich so sehr freuen, auch nur einen einzigen Tropfen Grimace Shake zu haben. 18 Sekunden. Aber Leute, jetzt kommt der Spaß. Jetzt geht's erst richtig los. Oh mein Gott. That was crazy, folks. But we did it. Oh man. Das Schlimme bei einem Milchshake ist, wenn du den schnell trinkst, diese Luftblasen, die kommen dann erst später hoch. Aber ich glaube, der Milchshake ist an sich schon flüssig gewesen. Bei uns ist Milchshake ein bisschen fluffiger. It kind of went down the wrong way almost, but yo, we recovered. And we got it down. Man, the shake is delicious. It tastes like a, not really like a grape, like a berry, but it's so... Okay, es schmeckt nicht wie Grape, es schmeckt mehr wie Berry, also Blueberry, würde ich sagen, oder Erdbeere. Good, all right. Mm-hmm. Oh, man. So, definitely get you one, all right. This is delicious. Ah, you know, it ain't gonna be around for long because I think his birthday is just today, all right. Ja, Leute, die Grimace Shakes verkaufen sie nicht mehr. Die waren bis gestern oder bis vorgestern, bis zum 11. oder so oder bis zum 10. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Grimace Shakes kannst du nicht mehr kaufen. Nicht in Amerika. They'll probably be down all week. Real quick one. I was just at McDonald's and I'm like, oh my God, they got Grimace Shakes. So it's time to do the chug. Chugging the world, one bottle at a time. Aber ey, macht der da noch der Hut, Alter. Okay, der sieht halt wirklich aus wie Big Smoke gerade mit dem Hut. Okay, irgendeine Werbung für ein Cameo oder so. Ey, ich dachte gerade, dass der noch alles wegrülpst oder so. Aber nein, der Milchshake ist flüssig zu trinken. Es ist eher ein Smoothie, kannst du nicht sagen. Aber es ist auch... So ein Milchshake ist ja eigentlich... Ja, okay. Ja, könnte man nur sagen, ja. Aber ey, der Typ, der hat es auf jeden Fall drauf. Wenn man das sieht, dass der es einfach wegtrinkt, Leute, in 18 oder 19 Sekunden. Es ist schon natürlich geisteskrank.
Das ist absolut krass. Also, vor allem, das wird ja immer schneller, ne? Boah. Alter, es ist schon Wahnsinn, Alter, was der Typ drauf hat. Also Leute, ich kann nur sagen, ey, er ist tatsächlich immun gegen Grimace. Es passiert nichts, wenn er den trinkt. Grimace hat so viel Respekt vor ihm, dass er sagt, Bro, chill mal, chill. Ich kann dir nichts tun. Du bist zu mächtig für mich. Er wird es auf jeden Fall, ja, er hat auf jeden Fall keine Chance. Grimace hat keine Chance gegen Badlands Chucks. Ja, also ihr könnt sehen, wenn man das Video pausiert, es kann sein, dass es ab und zu laggt. Ich habe es nämlich, oh mein Gott, Alter, wer war das da hinter uns? Wir sind nämlich in 4K unterwegs und das heißt, das Bild ist super scharf. Und da ist auf jeden Fall der McDonald's. Das ist ziemlich leer, muss ich sagen. Okay, ein Grimace Shake. Okay, sie hat den Grimace Shake genommen. Wir verfolgen sie. Und da haben wir auf jeden Fall zwei... Hey! Achso, ey, Moment, das habe ich... Oh mein Gott, wo ist mein Kopf verschwunden? Aber wir haben ihn, Leute. Wir haben den Grimace Shake. Wir haben ihn. Okay. So. Okay, wir setzen... Wait, eine Sache verstehe ich nicht. Es tut mir leid, das zu sagen. Aber wer setzt sich bitte neben eine Person? Man setzt sich, wenn man zu zweit auf einem Vierertisch sitzt, gegenüber. Dann hast du mehr Platz, du kannst dich mit der unterhalten, du hast auf deiner Seite mehr Platz. Es ist so nervig, nebeneinander zu sitzen, wenn hier diese Reihe frei ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ja. Lecker Schmecker. Ah, okay. Ich habe alles zurückgenommen. Unsere Freundinnen sind dabei. Ah, okay. Und? Leute? Schmeckt's euch? Schmeckt der Grimace Shake? Also mir schmeckt der. Boah, ich hab so Bock jetzt auf einen Milchshake, ne? Aber das Ding ist, bei McDonald's tun sie keine Sahne drauf, standardmäßig. Okay. Wow, wow, wow! Oh! Oh! Oh mein Gott. Wow, wow, wow! Oh mein Gott, sie sind explodiert! Wow! Okay, Grimace. Alles cool bei dir, mein Freund? Alles frisch im Shake. Ich glaube, wisst ihr was? McDonald's macht doch Beihilfe, oder? Lauf, lauf, nein, 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 nein! Okay, Leute, das war das erste Video. Es ist schon gruselig, aber immerhin ist es bei Tag gewesen. So gruselig war es also auch nicht. Next! So, ich habe gesagt, Leute, wir haben ein Video bei Tag. Jetzt haben wir ein Video bei Nacht. Buying the Grimace Shake in 360 VR Imperial Potato hat das Ganze hochgeladen. Let's go mit dem Video. Okay, Leute. Oh mein Gott. Okay, wir sind hier in der McDonald's. Okay, ganz allein diesmal. One Grimace Shake, please. Okay. Bro, die hat auf den Moment ihr Leben lang gewartet. Die hat diesen Shake wahrscheinlich schon seit 20 Minuten in der Hand auf einen Kunden gewartet, der den bestellt. Und dann serviert sie ihn eiskalt so. Hier. Nimm den. Trink den. Ist hier kein anderer? Niemand anderer ist ein Kunde. Okay. Lecker, oder? Schmeckt der? Okay. Bisher ist nichts anders, oder? Alles ist cool. Oh, da ist er. Nein. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Wo ist die Mitarbeiterin? Leute, wo ist die Mitarbeiterin? Oh mein Gott. Ich bin in der Grimace-Hölle. Wow, sieht das gruselig aus. Oh mein Gott. Okay, Leute, das war das nächste Video. Es war schon ein bisschen mehr gruselig, aber ich glaube, das erste war noch so ein bisschen krasser wegen diesen Explosionen, muss ich sagen. Wir haben noch drei weitere Videos. Nächste Video, Leute, ist auf dem Kanal von Kokos VR Grimace Shake 360 Grad in your house. Leute, in your house? Na gut. In meinem Haus? Ich dachte gerade, der macht ein Beat. Ah, der guckt ein Video, wo Leute einen Grimace Shake trinken. Wow, das beginnt ja genau wie dieses eine Horrorspiel, Freunde.
Genau wie dieses eine Spiel. Okay, wir gehen mal ran. Hello. Hi, this is your McDonald's delivery driver. Your order. Es ist sogar genau der gleiche Dialog. Yeah. Oh, hello. Okay. See you soon. Bye. Ich finde das so gruselig, dass man sich hier in diesem Video... Boah, ich finde das so gruselig. Das ist wie in einem Videospiel, weil du guckst dich hier um. Es ist eine schöne Wohnung, keine Frage. Ich finde, sie sieht ganz rustikal angenehm aus, ne? Ich bin aber ehrlich gesagt kein großer Fan davon, wenn Fernseher an der Seite sind. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich mag das nicht. Obwohl, hier ist eine Kante. Aber dieses Sofa, Leute, sieht zwar schön aus. Ich habe darauf gesessen. Es ist so unglaublich unbequem hart. Es ist so unglaublich hart. Dieses Handy ist auch unglaublich groß. Ist so groß wie der halbe Tisch. Wow. Wo kommt die Musik auf einmal her? Ich dachte gerade, es wäre Tag. Bro, trink den nicht, bevor du nicht safe bist. Oh, das... Leute, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Diese Tapete. Backrooms. Es sind die Backrooms, so wie das aussieht. Wow. Naja. Egal. Setzen wir uns hin. Lecker, oder? Oh mein Gott, Alter, Grimace. Bruder, erschreck mich doch nicht so von hinten. Alter. No. No, no. Der Fernseher. No, no, no. No, er war mit Autotune, kurz Autotune. Nein, 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 mach doch nicht die Tür auf. Mach doch nicht die Tür auf. Ist er jetzt hinter mir? Ich habe auf Pause geklickt. Also wenn ich mich jetzt umdrehe und er hinter mir... Er ist hinter mir. Oh nein. Er ist hinter mir. Er ist halt wirklich hinter mir. Das ist... Hallo Grimace. What's going on? Bro, was passiert hier? Das ist das Outro. Grimace feiert eine Party. Okay, das war schon ein bisschen verstörend, Leute. Aber wir haben noch ein paar Videos, Leute. Also haltet durch. Wir haben noch ein paar Grimace Shakes Videos. Das nächste Video ist auf dem Kanal von Variations 360. Und ich bin sehr gespannt. Grimace Shake 360 Grad in your house. Also ebenfalls in unserem Zuhause. Oh mein Gott, es geht direkt los, dass ich den trinke. Oh mein Gott, kann ich mich kurz mal pausieren und einfach mal... Ja, die Grafik ist ganz interessant, so ein Comic-Style. Okay. Oh! Bro, erschreck mich nicht. Erschreck mich nicht. Grimace. Okay, bin ich safe? Ich bin safe. Ich bin safe. Wow, was ist das für eine Nachbarschaft? Dies alles ist in pinken Nebel gehüllt. Sieht aus wie eine Fortnite-Stadt. Es sieht wirklich aus wie eine Fortnite-Stadt. Okay. Oh mein Gott. Oh, 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 Pleasant Park. Nee, nicht Pleasant Park. Oh, oh. Grimace? Grimace? Wo ist er? Oh. Was ist da gerade passiert? Wow. Ich kann es nicht mehr bewegen. Ich kann es nicht mehr bewegen. Ich kann es wie... Das war das Video bereits. Okay. Gruselig. Ja, gruselig. Und das letzte Video, Leute, ist Feel Virtual VR 360 Grad Videos. Ja, Buying the Grimace Shake Roller Coaster at 360 Grad. Eine Achterbahn. Leute, macht euch auf was gefasst. Wir schauen uns jetzt eine Achterbahn an. Hello, what do you want? I think I've had too much Grimace Shake. I feel bad. Po thing, now you start to hallucinate. Wow! Das ist ein KI-Video! Boah, das sieht so gruselig real aus. Okay, ich habe zu viele Grimace Shakes und mir geht's schlecht. Und jetzt musst du eine Achterbahn fahren! Oh mein Gott! Ja! Oh nein, das Teil geht in den Grimace rein, oder? Oh, ich habe gesagt, mir geht's schlecht. Das heißt nicht, dass ich auf der Achterbahn will. Warum bin ich jetzt auf einmal auf der Achterbahn? Und es ist auch nur eine Holzachterbahn. Oh mein Gott.
Oh no. Oh man. Oh, Leute. Ach, oh mein Gott. Okay. Wir haben es geschafft, Freunde. Das waren 5 360 Grad Grimace Shake Videos. Wenn ihr auf 300. Happy Birthday, Grimace. Happy Birthday. Boah, ich bin immer so getriggert von Leuten, die Grimace sagen. Grimace. Das heißt ja Ace, aber Grimace. Grimace. Was geht ab, meine Nachtfüchse? Freunde, das hatte ich lange nicht mehr. Das habe ich echt vermisst. Heute testen wir den Grimace Shake. Beziehungsweise ich werde gleich den Grimace Shake selber machen. Wir gehen kurz zusammen einkaufen, holen die Zutaten. Okay, wir brauchen einmal Vanilleeis. Ist sogar reduziert. Oh. Gleich zwei Packungen. Dann bin ich aber. Ey, das Ding ist. Warum mache ich den Grimace Shake nicht auch selber? Ich habe einen Eismaker. Ich habe eine Eismaschine. Also ich habe so einen Shredder. Ich könnte Milchshakes und Sorbets machen. Alter. Was ich später habe. 1000 Likes, dass ich den Grimace Shake selber mache und trinke. Wir brauchen Sahne. Dann brauchen wir Brombeeren oder Johannisbeeren. Ey, danke für die Zutatenliste, dann weiß ich Bescheid. Und natürlich eine Packung Milch. Alpro. Da gibt es einige Rezepte, wie man den Grimace Shake selber machen kann. Der ist bei uns in Deutschland nicht verfügbar. Und es gibt auch die Option, den vegan zu machen. Das heißt, falls ihr irgendwie eine Laktoseintoleranz habt oder vegan seid, dann kann man den auch vegan machen. Das ist kein Problem. Und wir holen das gleich aus. Ihr kennt den Trend. Das ist ein verrückter Trend. Es gibt verrückte Videos von Leuten, die irgendwie den Shake trinken und dann umfallen und komplett eskalieren. Ich will es ausprobieren. Vielleicht passiert ja bei uns auch was. Vielleicht aber auch nicht. Und ich würde sagen, auf in die Küche. Okay, Freunde, seid ihr bereit? Die Zutaten habe ich natürlich in meinem schlauen Kochbuch. Na, wo ist es? So süß, oder? Einfach Mami Calls Buch. Oha. Okay. Das ist süß. Grimace Milkshake. Oh, wie schön gezeichnet. Die Schriftart ist auch sehr, sehr nice. Also es sind 150 Gramm Eiscreme, 240 Milliliter Milch. Wir brauchen 100 Gramm Eiscreme, 240... Es steht dort 150, er sagt, wir brauchen 100 Gramm. Ja, sind nur 50 Gramm daneben, aber okay. 40 Milliliter Milch, 140 Gramm Himbeeren, 70 Gramm Blaubeeren und Sprühsahne so als Topping. Es gibt auch andere Versionen vom Shake, wo ihr zum Beispiel die Blaubeeren weglasst oder mal die Brombeeren weglasst. Beides geht, aber wir haben, glaube ich, beides da. Hoffentlich. Und dann probieren wir aus, ob wirklich was passiert, wenn man den trinkt. Was soll passieren, Leute? Was soll passieren? Ich bin also, sehr was gespannt. Sagt das Buch? Wir brauchen erstmal Eiscreme. Gerne. 150 Gramm waren es, oder? Ja. Okay. Ich bin so gespannt. Ich habe noch nie so ein Rezept gesehen für den Grimace Shake. Ihr könnt den auch selber machen. Das könnt ihr auch selber für euch nutzen. Also 150 Gramm Eiscreme. Erstmal die Waage anmachen. 150 Gramm. Einmal rein mit dir. Wir müssen es natürlich genau machen, oder? Wenn, dann mache ich es richtig. Ja. Okay, wir haben jetzt 61 Gramm. Es ist nur ein bisschen unvorteilhaft, ein Glas zu nehmen, eine Art Tasse sogar zu nehmen, um damit das Eis rein zu portionieren, weil du musst ja noch andere Sachen zusammenmischen und deswegen ist das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Wobei, ich brauche den Milkshake Maker gar nicht. Ich brauche ja nur das Eis. Das reicht ja schon. Da ist der Milkshake, was übrig bleiben. Und jetzt 87. Einer geht noch. Einer geht noch. Falscher Mund. So ein Esstandard. Oder genau mein Leben. Ich weiß, die ganzen Kochvideos. Die kamen nicht so gut an bei euch. Ein paar schon da, wo ich damals hier gekocht habe, Weihnachten. Das habt ihr gemacht. Aber das, wo ich mit Puro gemacht habe, das habt ihr nicht so gemacht. Puro? Wir machen auch ein Bildchen zusammen. Aber wir sind auch Kindsköpfe irgendwie noch. Das ist wichtig, dass ihr niemals das innere Kind in euch verliert, wisst ihr? Ich weiß, warum ihr hier seid. Junge, du isst den ganzen Eis weg. Das ganze Eis. Alter, hör mal auf. Ey, ich bin ehrlich. Ich habe nie eine Art Anfall, wenn ich Vanilleeis esse. Wisst ihr, welches Eis mich ganz, ganz krass überrascht hat? Das Landliebe-Joghurt-Eis. Holy moly, ist das ein leckeres Joghurt-Eis. Da habe ich wirklich die halbe Packung auf einmal aufgegessen. Die hat sich aber auch so luftig leicht geschmeckt. Ja, lecker. Mmh, schmeckt halt so geil. Oh,
142 haben wir es. 154. Da muss ein bisschen was weg. Hallo? Wollen natürlich genau sein. 153. Ach komm, auf den Gramm ist es jetzt egal. Der landet doch sowieso bei dir im Mund. Fehlen noch 2 Gramm. Junge! Hallo! Ja, perfekt. Könnt ihr sehen? 150. Ja, viel Spaß, diese 150 auch auf den Gramm genau in den Becher zu kriegen. Es wäre doch eigentlich vom Vorteil, hättest du den Becher auf die Waage getan und dann hast du 150. Das Ding kommt jetzt in den Mixer. Ah, okay, ich brauche doch den Mixer. Wir müssen natürlich sauber machen. Keine Reste. Dann brauchen wir 240 Milliliter Milch. Okay, kein Problem. Geht das, weil Milliliter ist nicht Gramm? Oder ist Milliliter gleich Gramm? Bei Milch ist es, glaube ich, fast gleich. Aber in der Regel, ich glaube, Milch ist tatsächlich so schwer wie Wasser. So ein bisschen. Ja, es könnte sich, ja, so in etwa. Sonst würde die Milch, wenn ihr sie ja in Wasser schüttet, oben oder unten sich ablagern und eigentlich mischt sich das. Ich glaube, es ist das Gleiche. Hängt von der Dichte ab. Ja, die Dichte ist halt, ich weiß nicht, ob sie höher oder nicht höher ist. Ich glaube, aufgrund des Fettgehaltes wird es wahrscheinlich leichter sein. 240. Oh, das ist zu viel. Ja, trink aus. Könnt ihr mir sagen, warum Kio nicht einfach in den Mixer alles reintut? Ja, okay, ein paar Gramm, das passt schon. Als nächstes brauchen wir Himbeeren. Sollen wir erstmal das hier reinmachen? Wo seid ihr? Also Gemüseabteilung. Wann habe ich da hier was reingeschaut? 140 Gramm Himbeeren. Okay, wir brauchen doch den Mixer wegen den gefrorenen Blaubeeren. Wisst ihr was? Ich glaube, oh, morgen ist Sonntag. Ach nein, ich hätte mir sonst selber einen gemacht. Aber ich habe gefrorene Blaubeeren. Und meine Eltern haben Vanilleeis. Oh, shit. Ja, aber die sind gefroren. Macht das was aus? Weil das ich habe Blaubeeren. Ich habe Blaubeeren. Ich würde sagen, es ist egal. Ich glaube schon, dass die von gefrorenen ausgehen. Einfach mal irgendwas spekulieren. So viele Himbeeren braucht man. Aber das wird ja dann eher rot als hier Dings. 70 Gramm. Sehr lecker. Einmal noch. Warte, ich brauche einfach mal irgendwo. Also, dieser Junge, aber egal. Als nächstes brauchen wir 70 Gramm Brombeeren. Brombeeren oder Brombeeren? Brombeeren. Jo, Beeilung, Beeilung. Rein mit dir. Dann mal resetten. Wir machen jetzt ein bisschen Schnellformat. Das war wirklich zu viel. Das ist ein bisschen Warte mal kurz. Hat er Brombeeren gesagt? Wartet mal. Aber er hat doch Blaubeeren gekauft. Das soll doch Blaubeeren sein. Das ist dann auch mit drin jetzt. Okay, passt. Rein. Und die Blaubeeren. Ah ja, okay. Es ist also eine Triple-Mix-Mischung. Mir egal, ich mach Blaubeeren. Blaubarschbube und Blaubarschmuffin. Kennt ihr Blaubarschbube und Blaubarschmuffin? Sorry, Leute, sorry. Okay, das Ganze muss jetzt nur noch gemixt werden, dann haben wir unseren Grimace-Shake. Was sagst du, Grimace? Der hat sich ja jetzt schon in den Grimace verwandelt, bevor er den getrunken hat. Warum? Aber das ist ein bisschen komisch, aber ich mag das Gefühl von Mixer. Wisst ihr das? Ja. Weil es ist immer so cool zu beobachten, wenn man was mixt. Ich weiß nicht, ich fühle mich dann immer so... Es ist... Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. Es kommt mir vor, als wären es zu viele Früchte. Weil es sind ja 70 Gramm, 210 Gramm Früchte, 250 Milliliter Milch und 150 Gramm Eis. Es sind mehr Früchte als Eis. Aber ja, stimmt, die Milch macht ja noch den Unterschied. Was passiert einfach? Komm mal, okay. Achtung, es wird laut! Volle Stufe. Ich weiß nicht, wie lang, es muss wahrscheinlich einfach jeder werden. Ich hoffe, ihr habt nichts vergessen. Lass doch nochmal checken. Also, aha. Okay, passt. Oh. Yeah, come on! Oh, oh, oh,
nachhelfen. Wie? Ich wusste, dass es sehr rot wird. Ich will es noch nicht probieren. Ich will es echt erst probieren, wenn es fertig ist. Das sieht gut aus. Ich habe das Gefühl, hier fehlt was, weil das ist echt gar nicht flüssig. Okay, Freunde, irgendwie spinnt der Mixer. Ich glaube, du hättest die Früchte nicht gefroren lassen sollen. Aber andererseits, wenn sie gefroren sind, zerteilen sie sich auch weicher. Ich muss erstmal das Problem lösen, ich komme gleich wieder. Also sie werden in kleinere Stücke gehackt. Freunde, es tut sich was. Der Shake ist fertig. So. Wisst ihr, was ich noch an der Stelle machen würde? Die Kerne rausfiltern. Wenn du dann die Kerne noch rausfilterst, dann hast du den puren Grimace Shake. Ich bin gespannt, wie er schmeckt. Weg. Schaut euch das mal an. Diese Konsistenz. Momentan ist das erst ein Smoothie. Oder? Riecht gut. So, Strohhalm rein. Nein, Sprühsahne fehlt noch. Eigentlich ist das gerade ein Smoothie. Oder? Obwohl, das ist schwer zu sagen. Okay, Freunde. Seid ihr ready? Ich bin gespannt, wie das schmecken wird. Ich auch, ich bin sehr gespannt. Ich trau mich irgendwie nicht, weil ich habe echt viele Videos gesehen und da sind echt komische Dinge passiert. Soll ich jetzt wirklich trinken? Also Bro, wenn nichts passiert, dann hast du halt den Shake falsch gemacht. Wenn was passiert, dann ist er richtig. Genau, ich werde... Aber ey, ich mag die Küche irgendwie. Obwohl sie so einen gruseligen Touch hat, weil sie so kahl ist, irgendwie, und sie ist sehr, sehr, sehr viele Einbauschränke, irgendwie hat die was. Ich weiß nicht, es ist irgendwie, ja, wegen der Kücheninsel, ne? Ich werde ausprobieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas passiert. Was soll denn passieren? Das ist doch alles nur Hype und Marketing. Also, auf euch. Nein, nein, nein. Happy Birthday, Grimace. Happy Birthday. Grimace. Merry Chrysler. Lecker. Verdammt gut. Geil. Bisschen was. Oh mein Bro. Oh mein Gott. Oh nein, er ist so ein Zombie geworden! Oh oh. Oh mein Gott! What's going on? Oh. Ach, dieser leckere Shake. Alles verschüttet. Bro! Alter. Das sieht richtig crazy aus. Yo. Die ganze Küche. Oh, jetzt geht's in sein Auge rein. Ah. Doch. Bro, ey, viel Spaß beim Saubermachen der Küche. Aber ich glaube, das wird Grimace. Der Hund leckt alles ab. Oh nein, weil der Hund jetzt den Grimace Shake getrunken hat. Oh. Oh mein Gott. Okay. Nices Video. Das war sehr gruselig am Ende. Sehr, sehr gruselig. Im Gespräch. Man kennt zwar Ronald McDonald, aber die anderen sind irgendwie in Vergessenheit geraten. Und ein paar von denen sehen so gruselig aus. Heute schauen wir uns die alten Maskottchen von McDonald's an und ich verspreche euch, ein paar von denen kennt ihr wirklich nicht. Okay. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir nämlich viele Videos zu McDonald's Land angeguckt damals. Und ich kenne den Hamburglar, ich kenne diesen komischen Vogel, ich kenne diesen Bürgermeister, der wie ein Burger geformt ist. Ja, und den Rest werden wir sehen. Ich habe mir selber gedacht, what the...
Bleibt dran, wird lustig und spannend und vielleicht auch gruselig, weil teilweise sehen Dinger echt verrückt aus. Seit der Gründung von McDonald's 1940 wurde McDonald's zu einem 200 Milliarden schweren Geschäft. Damit Kunden und vor allem Kinder eine bessere Verbindung zu dem Unternehmen herstellen konnten, dass es so ein bisschen familienfreundlicher wirkt und alles so bunt und süß, wurden diese Maskottchen eingeführt, die wie gesagt teilweise nicht wirklich kinderfreundlich waren. Von Werbekampagnen bis hin zu Happy Meal Spielsachen sind diese Maskottchen ein fester Bestandteil der Marke geworden. Und die meisten denken wahrscheinlich, dass Ronald McDonald das erste Maskottchen war, aber dem ist nicht so. Das erste Maskottchen von McDonald's war Speedy. Irgendein Burger-Mischwesen. Sieht eher aus wie so ein Pizzateig. Ja, ist so ein Pizzateig, ja. Sieht aus wie Pizzateig, obwohl McDonald's Burger verkauft. Das Maskottchen, oder? Speedy war 1962 das erste Maskottchen von McDonald's und einige ältere Boah, denkt dran, Leute, die haben die Burger für 50 Cent pro Burger verkauft. Also das war schon wenig, aber es war nicht so lange her. McDonald's-Filialen haben noch immer ein Speedy-Schild an der Vorderseite. Er war ein Mann mit Kochkleidung, mit einem hamburgerförmigen Kopf und einem seltsamen Augenzwinkern. Bei der Marketingstrategie von McDonald's wird nichts dem Zufall überlassen, denn der Name Speedy wurde bewusst ausgewählt. Ein Versprechen, nur nach wenigen Minuten seinen Burger in den Händen hatte. Yo, wie viele Etagen hat dieser Burger bitte? Zu können. Obwohl er jetzt nicht zu den verstörtesten Maskottchen von McDonald's gehört, gab es viele Kinder, die Angst vor Speedy hatten. Sein Augenzwinkern mit seinem breiten Lächeln waren doch etwas seltsam. Speedy wurde schließlich von Ronald abgelöst, nicht wirklich ungruseliger. Die Einführung von Ronald als das Aushängeschild des Unternehmens war ein voller Erfolg. In den USA gehörte er zu den bekanntesten Werbeikonen, gleich hinter dem Weihnachtsmann. Doch so wie wir Ronald kennen, sah er früher nicht aus. Schaut einfach selber. Dieser Ronald hatte 1963 damals 3 Werbeauftritte. Wir sehen können... Alter, was ist denn das für ein Clown? Der hat einfach so einen Karton auf dem Kopf, einen Becher auf der Nase und eine McDonald's-Tüte auf dem Kopf drauf. Der sieht das sieht aus wie die Beta-Version von Ronald McDonald. Dann hat er einen Trinkbecher als Nase und ein Tablett auf seinem Kopf. Und Freunde, gönnt euch mal unbedingt diese Werbung dazu. Ja, diese Version von Ronald wurde 1966 Alter. Wieder abgelöst und von einer neuen ersetzt. Aber viel besser wurde es nicht, beziehungsweise entscheidet ihr. Alter, der sieht ja so gruselig aus. Ja, schließlich wurde er dann zu dem Ronald, den wir heute alle kennen. Ist zwar immer noch ein Clown und die finden viele von uns gruselig, allerdings ist dieser nicht ganz so gruselig wie seine Vorgänger. Ronald wurde aber als Maskottchen auch entfernt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Horror-Clown-Sichtungen von 2016, die in vielen Ländern die Menschen erschreckt hatten. Sie waren der Grund, warum Ronald immer weniger in Werbungen zu sehen war. Er ist aber noch nicht komplett weg, man hat ihn eher jetzt so in den Hintergrund geschoben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob irgendjemand von euch das nächste Maskottchen kennt. Also Ronald McDonald, ne? Den siehst du vielleicht ab und zu in der Spielplatzecke von McDonald's. Ganz versteckt, vielleicht irgendwo noch so Überbleibsel von ihm. Das ist Sunday. Oh mein Gott. Er tauchte in der Serie Die verrückten Abenteuer von Ronald McDonald auf. Das war eine Zeichentrickserie, die von 1998 bis 2001 produziert wurde. Sie basiert auf der beliebten Fastfood-Figur Ronald McDonald und seinen Freunden. Die Serie zeigt die Abenteuer von Ronald, Grimace, Hamburglar. Ah, Grimace! Ah! Birdie und anderen Charakteren, während sie verschiedene fantastische und magische Welten erkunden. Sunday sieht auch irgendwie aus wie der Hund von Ronald. Er hat auch diese roten Haare. Dazu kommt ein Mund mit großen roten Lippen und menschlichen Alter. Zähnen. Vor allem wirkt dieses Maskottchen in Bewegung verstörend. Der Hund würde perfekt zu Poppy Playtime passen. Sein Charakter wird als negativ bezeichnet und hat einen... Ey, wir brauchen noch ein Hundemaskottchen zu Poppy Playtime. Wobei, wir haben ja PJ Packepiller, ne? Monotonen Tonfall. Ist ein Wurm, aber... Als hätte er Bock auf nichts, was durchaus verständlich ist, wenn man wie ein missglücktes Experiment aussieht. Seid mal ehrlich, wer von euch hat gewusst, dass Ronald einen Hund hat? Ich nicht. Ja, das Happy Meal Maskottchen. Oh, ich habe ihn gehasst. Es ist mir egal, was ihr sagt, ich habe ihn gehasst. Es gibt ihn jetzt noch, aber ich mag ihn nicht. Er hat irgendwen ersetzt. Dieses Happy Meal Dingens hat... das Happy Meal, so wie es früher war, zerstört. Früher gab es normale Happy Meals, ja,
diese Boxen, wie ihr jetzt kennt. Aber zusätzlich gibt es noch so andere Verpackungen. Eine Schatztruhe oder mal so eine Box zum Aufreißen oder mal ein Quadratteil. Irgendwie, es gab mal besondere Happy Meal Boxen. Kartons mit verschiedenen Themen, Schlümpfe, Piraten, was auch immer. Und seitdem es diesen Maskottchen gibt, jedes Happy Meal sieht gleich aus. McDonald's zeigte seine Filialen früher sehr bunt, damit die Läden von außen direkt wahrgenommen wurden. Ja. Das Image hat sich zwar geändert und die Filialen wurden ein bisschen deprimierender. Vor allem aber das Happy Meal war sehr, sehr auffallend, besonders für Kinder. Und da dachte sich McDonald's, lass mal aus dem Happy Meal auch ein Maskottchen machen. Und dadurch kam es zu Happy. Alle. Er ist eine Happy Meal Box. Mit weißen Gliedmaßen und schwarzen Schuhen. Happy wurde geschaffen, um Kindern zu helfen, gesündere Sachen in dem Happy Meal zu essen. Ich muss einfach gerade lachen, wenn ich das Skript durchgehe, weil Happy Meal, also McDonald's gesund, ich weiß auch nicht. Happy hatte einige Hater, kein Spaß, es gab sehr, sehr... Ich bin einer davon, weil ich... Es tut mir leid, ihr könnt das Video gerne liken. Ich mag die Minions nicht. Ab und zu sind sie witzig. Aber ich finde sie so störend. Und wisst ihr, an wen mich die Minions erinnern? An das McDonald's-Maskottchen. Das kam nämlich vor den Minions. Und es ist genau wie die Rabbits. Kennt ihr noch die Rabbits von Rayman Raving Rabbits? Die haben meinen Rayman zerstört. Deswegen hasse ich alles, was in so vieler Anzahl ist und nervig und dumm ist. Und die haben diese Werbespots so dumm gemacht. Der hat nicht geredet, der hat einfach nur Quatsch gemacht. Genau wie die Minions. Die Rabbits, die Minions und die McDonald's Happy Meals sind ein und dieselbe Person. Und ich hasse die alle, weil sie haben das, was ich früher gemocht habe, zerstört. Sehr viele, die Happy nicht mochten. Okay, die Minions haben jetzt nichts zerstört, weil es gab nichts vor denen, aber ihr wisst, was ich meine. Und McDonald's hat sogar darauf reagiert mit dem Hashtag Can't Stop Smiling. War wahrscheinlich auch nur Marketing. Ihr liebt ja diese Random Facts. Wusstet ihr, dass McDonald's das Happy Meal gar nicht erfunden hat? Eine Frau aus Guatemala nannte die Mahlzeit Menü Ronald, damit Mütter wussten, welche Kombination sie am besten für Kinder zusammenstellen können. Und wusstet ihr, by the way, wie das Happy Meal früher in Deutschland hieß? Eine Junior-Tüte. Dieses Menü Ronald bestand aus einem Hamburger, kleine Pommes und einem kleinen Eisbecher. Als das Konzept bei der Unternehmensleitung in Chicago ankam, wurde die Idee weiterentwickelt und daraus entstand das Happy Meal. Ihr liebt ja diese Fakten. Mhm. Das nächste alte McDonald's-Maskottchen nennt sich Hamburger Patch. Er wurde in der McDonald's-McDonald-Land-Werbung verwendet. McDonald's Land war eine fiktive Fantasiewelt, die in den Werbekampagnen von McDonald's in den 70ern und 80ern Jahren verwendet wurde. Es war ein farbenfrohes und magisches Land, das von verschiedenen Charakteren bewohnt wurde. In dieser Welt wuchsen Hamburgern auf Pflanzen aus dem Boden. Manche von den sprechenden Burgern waren so dicht zusammen, als würden sie eine Mutation, zusammenwachsen. Ich weiß auch nicht, was ich McDonald's dabei gedacht hat, aber ich als Kind wäre da voll drauf abgefahren. Das ist so gut, Mann, echt. Die sind echt krank, die Leute, diese McDonald's. Denn obwohl die Hamburger irgendwie so Pflanzen... Es ist eine gestohlene Idee gewesen. Es gab sogar Copyright-Verstöße und es gab Klagen und McDonald's hat diese verloren. Artig wachsen, Augen haben und sprechen können, werden sie von Ronald McDonald und seinen Freunden gegessen. Yo. Das sagen. Ich weiß nicht, ob der Bock bekommt, Burger zu essen. So als Kind, stell dir vor, die sind ja irgendwie lebendig und dann isst man die... Ich weiß nicht. Der Hamburger-Patch wurde aus der McDonald's-Werbung gestrichen. Kommen wir zum nächsten Fact. Bürgermeister McCheese, ja. Okay, Freunde, darf ich euch als nächstes vorstellen. Bürgermeister McCheese. Was ist das für eine Nase? McDonald's Land. Es hat den Körper eines Menschen und die Beine eines Bürgermeisters. Der Kopf ist ein Cheeseburger, der viel zu groß für den Körper ist. Obwohl es sich um eine unbedeutende Figur handelt, die sehr schnell aus dem McDonald's-Universum verschwand, hatte er einige Fans, es gab sogar Petitionen, um ihn in den Werbespots zurückzubringen. Boah, wenn es davon eine Figur geben würde, oh mein Gott. Es gab sogar Blogbeiträge, in denen darüber gesprochen wurde, warum Figuren wie er verschwunden sind. Es gab viele Kinder, die ihn unheimlich fanden. Lag wahrscheinlich an seinem Riesenkopf. Und wisst ihr was, weil ich heute gut drauf bin, bekommt ihr noch einen Random Fact. McDonald's nutzt eine Chemikalie namens Natriumpropionat, wie man es ausspricht, um das Wachstum von Schimmel und Bakterien zu verhindern. Und es funktioniert. Denn David Whipple aus Utah fand 1999 in seiner Manteltasche einen in Papier eingewickelten McDonald's-Hamburger, den er vergessen hatte. 14 Jahre später war er auf unheimliche Weise immer noch intakt und hatte sich kaum zersetzt. Ich schreibe ehrlich, wer von euch hat den gegessen? Ich nicht. Ich auf keinen Fall. Never ever. Und Freunde, wen auf der Liste darf man auf keinen Fall vergessen? Natürlich. Wie heißt der? Grimace oder Grimace? Jetzt in die Kommentare. Der gute Grimace.
Yo, jetzt hast du es richtig ausgesprochen. Ich glaube, jeder kennt ihn mittlerweile, den liebenswerten lila Klecks aus der McDonalds-Werbung. Aber wie viel wisst ihr über ihn wirklich? Okay, er ist ein großes lila Wesen mit kurzen Armen und Beinen. Grimace ist dafür bekannt, dass er vor jedem Satz du sagt. Man weiß auch, dass er eine Mutter, einen Vater, eine Großmutter namens Winky, eine Ur-Ur-Großmutter namens Jenny Grimace und einen Bruder namens King Dangar hat. King Dangar? Sus. Er wurde 1971 als neues Mitglied der McDonalds-Maskottchen eingeführt, aber seine ursprüngliche Version war viel böser. Er war als Evil Grimace bekannt, ein Bösewicht, der den Gästen die Milchshakes klaute. Seine ursprüngliche Fratze war schuppig, sah fies aus, hatte vier Arme und besaß überhaupt keinen Charme. Er machte den Kindern zu sehr Angst, während der berühmte Clown Ronald und die anderen Figuren wie Bürgermeister McCheese irgendwie nicht ganz so verstörend waren, war diese böse Grimasse einfach nicht kinderfreundlich genug. Ich finde ihn ganz süß. Sieht ein bisschen aus wie Patrick Star. Aber nicht der mit den vier Augen, das war ja, der kam ja, glaube ich, dann zu dem Erwachsenen-Happy Meal raus, was letztes Jahr in Amerika rausgekommen ist. Warum kommt das Erwachsenen-Happy Meal nicht nach Deutschland? Ich will es haben. Ich will Happy Meals für Erwachsene mit Spielzeug für Erwachsene. Moment, nicht falsch verstehen. Nicht falsch verstehen. Mit Spielzeug, das für Sammler, ja. Es war Zeit für eine Verwandlung. Er wurde plötzlich weicher, plüschiger, nur noch zweiarmig und hat aufgehört, den Gästen die Milchshakes zu klauen. Ich habe übrigens den Grimace Shake selber gemacht und getrunken. Schaut euch das Video an. So, wähle die nächste Spielethematik. Ich würde sagen, wir fangen mal mit Grimace als Figur an. Deswegen nehmen wir einfach mal Figuren und mal schauen, ob er es innerhalb von 20 Fragen richtig beantworten kann. Also, ist seine Figur männlich? Das weiß ich gar nicht. Im Ernst? Ich weiß es gar nicht. Grimace ist irgendwie neutral, ne? Ist seine Figur ein Mensch? Nein, ist er nicht. Er stammt nicht aus dem Spiel? Nicht ganz. Er läuft auf zwei Beinen? Ja, das tut er auf jeden Fall. Er hat aber keine Kleidung an. Das ist schon eine sehr catchy Frage. Ist seine Figur dick? Oh, Leute, der ist auf dem richtigen Pfad. Ich glaube, Grimace weiß ganz genau. Alter, ich komme nicht drauf klar. Ich habe die Facecam gerade hier gespiegelt. Das ist so verwirrend, ne? Ist seine Figur dick? Ja, auf jeden Fall. Bro, der weiß es ja jetzt schon. Ja, er hat lilafarbene Haut. Bro, was soll ich dazu sagen? Ach, 8 Fragen hat der Grimace einfach. Und der hat sogar geschrieben, der ist aus McDonaldland. Leute, das ist einfach alles wahr. Oh mein Gott. Okay, wir machen jetzt ein bisschen schwerer, Akinator. Ich sag's dir, wenn du es schaffst, in allen dieser Sachen innerhalb von 20 Fragen alles zu beantworten, top, muss ich sagen. Ja, er ist es auf jeden Fall. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da. Vergesst nicht, gerne den Kanal zu abonnieren. Wir machen weiter. Let's go. Wir machen jetzt erst einmal als nächstes, warte mal kurz. Wir machen als nächstes jetzt den Grimace Shake an sich. Mal schauen, ob er das hinbekommt. Also, hat deine Figur Kleidung an? Nein. Ist deine Figur dick? Nein. Er läuft auch nicht auf zwei Beinen. Er hat keine Augen. Er ist nicht intelligent. Also nein, der ist nicht intelligent. Hat deine Figur eine magische Bindung zu ihren Geschwistern? Nein. Also nein. Lebt deine Figur mit Zwergen? Bro. Ist das Schneewittchen? Nein. Er läuft nicht auf zwei Beinen. Nein. Hat deine Figur ein iPhone? Also ich habe ein iPhone, aber ob der Grimace Shake ein iPhone hat? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ist das Aussehen deiner Figur bekannt? Ja, ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ist deine Figur kleiner als du? Ja. Jetzt kommt er so langsam schon. Dicking, wir müssen diese Frage leider zensieren und teilweise, also einen schwarzen Balken auf das Wort. Nein, sie hat es nicht mit Sus. Sus, mit Sus hat das Ding nichts zu tun. Wohnt deine Figur im selben Haus wie du? Noch nicht. Leider ist er nicht draußen, der Milchshake. Kann die Figur sich bewegen? Nein. Hat deine Figur etwas mit Nahrung zu tun? Jetzt, komm, du hast noch 6 Fragen. 6 Fragen hast du noch. Leute, feuert den Akinator mal an. Oh ja, er kommt aus Amerika. Er kommt aus Amerika. Ist deine Figur aus den USA? Bro, ich meine, okay, Amerika ist nicht gleich USA, aber Amerika sagen wir alle USA. Ja? Nein, er hat kein großes Haus. Komm schon, Akinator. Ich habe gesagt, er kann sich nicht bewegen. Nein, hat deine Figur adliges blaues Blut? Entschuldige mal bitte, es ist lila. Nein, hat deine Figur wirklich existiert? Ja, letzte Frage. Ist deine Figur Rechtshänder?
Bro, ich habe dir gerade gesagt, das Ding ist nicht lebendig. Was ist dein Problem, Akinator? Nein. Er ist keine Flasche? Nein. Ist deine Figur weiß? Das kann ich nicht ganz... Er ist ein Milchshake? Nein. Hat deine Figur etwas mit Kochen zu tun? Ich weiß nicht. Hat deine Figur Humor? Bro, der Grimace Shake ist sowas von unhumorvoll. Der hat einfach nichts. Der kann nicht reden, der kann nicht essen. Nein, er hat noch nichts mit Tieren zu tun. Bro, wahrscheinlich mit Tierexperimenten oder so. I don't know. Nein, was soll das? Was ist das? Es ist... Ich habe gesagt, der hat nichts mit Essen zu tun. Aber der ist ein sehr, sehr leckeres Bild. Also, ey Leute, guckt euch mal diesen Hamburger an. Der sieht lecker aus. Ich meine, guckt euch den mal an. Vor allem auch, wie diese Zwiebel da raustropft. Oh, lecker. Nein, es ist nicht der Hamburger. Also, das ist schon mal Fail. Wie kannst du es nicht schaffen, den Grimace Shake rauszufinden? So, ist deine Figur Geschirr? Nein. Hat deine Figur einer Bundesliga-Serie? Nein. Ist deine Figur braun? Nein. Hat deine Figur Muskeln? Nein. Ist deine Figur essbar? Ich würde sagen, ja. Hat deine Figur in einer Serie, die in New York spielt, mitgespielt? Bro, der Grimace Shake ist so weltweit bekannt, der hat bestimmt auf der ganzen Welt schon jeden Film mitgespielt. Der kommt bald raus. Nein. Ist deine Figur durch YouTube bekannt? Teilweise, ja. Sie ist aus dem Internet. Beijing Corn? Emotional Damage. Alter, was macht denn der, Alter? Was? Nein! Ja, fortfahren. Ey, Bro, wenn er das nicht innerhalb von 50 Fragen schafft, dann werde ich... Ich weiß nicht, ob ich dieses Video dann schon beende, Leute. Bei 50 Fragen müsste das eigentlich locker hinbekommen. Hat deine Figur öfters eine Mütze auf? Na, Kinato, ich sag's dir jetzt noch ganz, ganz, ganz ehrlich. Ich habe dir gesagt, das ist kein Lebewesen. Habe ich es? Wenn ich es nicht gesagt habe, dann korrigiert mich. Ich habe dir gesagt, das hat etwas mit Essen zu tun. Das Ding hat keine... Mütze auf. Nein. Hat deine Figur Augen? Nein. Hat deine Figur ein Familienmitglied, das berühmter ist als sie? Wenn ich jetzt Ja drücke, ist Akinator so sehr verwirrt. Aber ich muss... Also Grimace ist... Nee, der Grimace Shake ist berühmter als Grimace. Nein. Ist deine Figur über 10 Jahre alt? Nein. Weiß man, wie deine Figur aussieht? Ja, schon zum zweiten Mal. Ja, sie hat ein bisschen was mit Wasser zu tun. Sie hat keine grünen Haare. Hat sie viel Geld? Nein. Sie ist nicht größer als 1,80. Sie ist eine Flüssigkeit. Ja. Wer ist das? Bro. Mr. Lidl. Eine Wasserflaschenfigur von Dima. Bro. Ich will doch nur den Grimace Shake. Nein. Okay. 6 Fragen hast du noch. Du bist so auf dem falschen Dampfer. Das ist unglaublich. Stand deine Figur in ihrer Sportart bereits auf dem Podest? Wo habe ich gesagt, dass der was mit einer Sportart zu tun hat? Nein, er schreibt keine Songs. Hat deine Figur schon mal was gegessen? Nein. Wohnst du in deiner Figur im gleichen Haus? Genau, ich krieg gleich einen Kommentarfall. Ich hab dir schon einmal gesagt, dass das Ding nicht in einem Haus wohnt. Ich sag dir, dass das Teil kleiner als 1,80. Nein, es wohnt nicht in meinem Haus. Es hat was mit Lebensmitteln zu tun. Es ist nicht aus Metall. Es ist aus dem Internet bekannt. Sie kommt nicht aus Deutschland. Sie hat keinen Nachnamen. Sie kommt nicht aus Undertale. Sie ist... rund? Ja. Hat deine Figur schon mal einmal getroffen? Hast du deine Figur schon mal getroffen? Nein. Ist deine Figur blind? Ich weiß es nicht. Frag doch, ob sie lebt. Kennst du deine Figur über das Internet? Okay, Leute, beruhigen wir uns. Beruhigen wir uns erstmal. Wir müssen uns erstmal beruhigen, Alter. Ich krieg die Krise. Ich sag's euch, Leute. Ich krieg die Krise. Hier. Das ist mein momentaner emotionaler Zustand. Ich krieg die Krise. Nein. Ja, man kennt sie aus dem Internet. Zum dritten Mal. Warum ein Ei? Warum? Warum zeigst du mir ein Ei? Es ist nicht das Ei. Wir fahren fort. 58. Frage. Akinator, du hast noch einen Versuch. Das ist der letzte Versuch. Hat deine Figur einen Mund? Nein. Sie kommt nicht aus Südkorea? Ja, sie hat was mit Essen oder Nahrung zu tun. Sie ist durch YouTube berühmt. Sie ist nicht grün.
Sie hat nichts mit Augenfarbe zu tun. Sie ist nicht orange. Sie hat nichts zu Corncrafter zu tun. Sie ist kein Delfin. Sie ist nicht die nordische Mythologie. Sie hat keinen Nachbarn. Ist deine Figur deine Nachbar? Oh, meine Damen und Herren, ist meine Figur meine Nachbarn? Nein, sie ist nicht meine Nachbarn. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Nein, habe ich schon einmal beantwortet. Sie ist in einem Spiel, aber sie kommt nicht aus dem Spiel. Nein, hat deine Figur eine Zunge? Nein. Ey, meint ihr, wir schaffen den Weltrekord Akinator 100 Fragen, keine Antwort? Ist deine Figur Koch? Nein. Hat deine Figur einen Namen? Ja, Grimace Shake. Ist deine Figur durch YouTube berühmt? Im Ernst? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ich beantworte diese Frage jetzt schon das fünfte Mal, vierte Mal. Die ist durch YouTube berühmt. Zum zweiten Mal, ich sage dir, es hat nichts mit Corncrafter zu tun. Sie ist aus TikTok bekannt. Sie spricht nicht Deutsch. Sie kommt nicht. Bro, wann fragst du mich endlich, ob es sich um ein Lebewesen handelt? Es ist doch einfach so klar. Es ist doch so klar. Sie kommt nicht aus Österreich, Deutschland. Sie kommt nicht aus Europa. Sie ist jünger als 10 Jahre. Sie ist kein Tier. Doritos? Nein. Bro, ich denke an den Grimace Shake. Ich denke an den Grimace Shake. Ein lila Getränk von McDonald's. Bro, meine Figur taucht mehrmals auf. Diese Figuren, ja. Ein technisches Problem! Ein technisches Problem ist aufgetreten! Okay, alles klar, Akinator. Wir machen jetzt ein Spiel noch. Weißt du, du bist zu inkompetent, den meistgehypten Shake im Jahr 2023 herauszufinden. Wir spielen jetzt Folgendes mit dir. Und zwar machen wir jetzt einmal Akinator-Version. Und zwar will ich einfach nur eine Sache von dir wissen. Kannst du McDonald's erraten? Es ist einfach. Du musst nur McDonald's erraten. Innerhalb von 20 Fragen. Komm, let's go. Sie hat keine Dings. Macht deine Figur Werbung für eine Marke? Ja, McDonald's. Ist deine Figur ein böser Michael Jackson? Was? Nein. Hat deine Figur lila Hautfarbe? Nein. Sie ist nicht auf zwei Beinen. Nein, sie hat keine Augen. Sie spricht nicht. Hat deine Figur etwas mit Technologie zu tun? Nein. Ja, sie hat was mit Nahrung zu tun. Ist deine Figur braun? Nein. Sie ist keine Flasche. Ja, sie kommt aus Amerika. Mag deine Figur Käse? Ja. Hat deine Figur ein großes Haus? McDonald's? Ja. Hat deine Figur Finger? Nein. Sie kommt nicht aus Italien? Ist deine Figur aus Metall? Hat deine Figur wirklich existiert? Ja, was heißt das? Ich weiß nicht. Ist deine Figur kleiner als du? Ich weiß es nicht. Sie hat keine Augen. Ist deine Figur böse? Nein. Ist die grün? Ja. Ich weiß es nicht. Lebt deine Figur in Russland? Nein, hat kein Gesicht. Sie hat kein Gesicht. Hubba Bubba? Das Geheimnis der Dondra. Was? Nein, Akinator, bitte. Errate doch einfach, ob... Gibst du deiner Figur Geld? Ja. Beleidigt deine Figur auf die... Nein. Wird deine Figur auf TikTok gehasst? I don't know. Sie ist über 20. Sie hat keine braunen Augen. Ist deine Figur Teil einer Mahlzeit? Ja, McDonald's. Ist deine Figur einer Serie? Nein. Sie ist nicht 1,70 groß. Ist deine Figur bei Kika Live? Nein. Hat etwas mit Kochen? Ja. Hast du deine Figur schon mal bei dir zu Hause? War dein McDonald's? Ja, war McDonald's bei mir zu Hause. Trägt deine Figur einen Doktortitel? Hat deine Figur etwas zu verkaufen? Ja, McDonald's. Trägt deine Figur ein tierisches Aussehen? Nein. Ist deine Figur bereits vor deiner Geburt gestorben? Die ist doch nie am Leben gewesen! Oh, was soll ich sagen, Alter? Ist deine Figur bereits vor deiner Geburt gestorben? Nein. Ist deine Figur kleiner als ein Mädchen? Bro, ich weiß es nicht. Ja, sie ist aus Amerika. Es ist kein Mädchen. Siehst du deine Figur, wenn du in den Spiegel schaust? Bro, ich lebe McDonald's. Jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich McDonald's hier und da. Nein, sie ist kein Linkshänder. Liebt deine Figur Schokolade? Bro, ich weiß es doch nicht. Der Burger King? Okay, nein, 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 nein. Leute, wir beenden dieses Video jetzt hier an der Stelle. Ich bin McDonald's. Grimace? Yo, das ist der Grimace auf dem Land. Boah, schon gruselig. Grimace and the Grimace Shake have been all over TikTok.
and there's super disturbing videos of people drinking the Grimace. Keine Sorge, das ist hier erst das englische Intro, dann kommen die TikToks gleich. And then basically dying. The Grimace Shake, that purple liquid, that's Grimace's milk. I was so scared with what you're gonna say then. Okay. And when you drink his milk, he comes for you. Also wenn du den Grimace Shake trinkst, dann kommt er dich holen. Das ist es, was es sagt. So here's our top 5 favorite Grimace Shake videos. And our favorites. It's our favorites and our favorites. There are favorites and there are favorites. Alright, big boy, time to try it. Okay, no, das erste. Those videos are crazy, no shot. Dude, they're gonna get rid of this drink next week, just try it. Stimmt, der Grimace Shake war nur so draußen für 2 Wochen circa. Unglaublich, ne? Oh, happy birthday, Grimace. Oh no, so scary. Wow, das war eine geile Transition. Das war eine sehr nice Transition. Ich habe mich ja gefragt, wo ist dieses, wo kommt dieses Feld her? Weil es war ja auf einem meiner Thumbnails. Jetzt weiß ich, wo es kommt. Es kommt von hier. Es kommt von diesem Video. Grimace? Oh mein Gott. Bro. Oh mein Gott. Found a camcorder. Ich muss schon sagen, das sah echt krass aus. Das ist so dieses andere Grimace. So würde ich das auch machen, weil ich finde es immer langweilig, wenn die Leute einfach auf dem Boden sind und umkippen. Aber das war originell. Das war auf dem Tape. Okay. Boah, mein linkes Ohr freut sich richtig darüber, das zu hören. Die trinken den Grimace Shake. Alles cool. Mhm. Der steht im Wasser. Alter. Das sieht so krass gruselig aus. Wow, wurde einfach von Welle erwischt. Alter. Der eine ist auch getrunken. Und auf dem Handy ist einfach so ein Grimace Wallpaper drauf. Okay, guys. Das ist wirklich originell. Also man muss sagen, der TikTok war auch sehr cool. Mit diesem VHS-Filter. Es ist kein Filter. Ja doch, teilweise. Aber es ist eine Originalaufnahme von dieser Kamera. Leute, irgendwas ist mit dem Typen da hinten. Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Er verhält sich merkwürdig. Shake from McDonald's. It's the birthday shake. I don't know why, but... Here is a video of us trying the Grimace. Er hat schon getrunken. Er hat schon einen Schluck getrunken. Grimace Shake. How is it? Oh, that's actually pretty good. It's. Whoa! Yeah. Whoa! You alright? Hey, you okay? Kommt da Grimace Shake aus der Nase? Oh. Haley. Haley. Whoa. Haley. Oh mein Gott. Haley. Haley, I'm getting kind of freaked out, alright? Alter, was? Die läuft einfach auf der Decke. Was ist denn da los? Yo. Okay, meine Damen und Herren. Ich glaube, ich habe ein bisschen Angst. Haley. Badabababa, ich liebe es. Einfach dieser McDonald's-Jingle. Jingle. Ach, keine Ahnung, Alter. Jingle. Der McDonald's-Jingle. Oh mein Gott. Hey, guys. Warte mal, ich muss mal kurz zurückspulen. Das sah richtig gruselig aus. Die hat sich einfach in Grimace verwandelt. Alter Schwede, sah das gruselig aus. Also, es sieht ein bisschen weird aus, aber der Jumpscare kam echt aus dem Nichts. Hey, guys. Also, hier haben wir eine TikTok von SeaGoat47. Sie dachte, sie wäre safe von Grimace. Aber dann kam es ganz anders. 4,8 Millionen Likes. Grimace Shake. Happy birthday, Grimace. Let's give it a try. Ich meine, sie hat ja schon blaue Haare.
könnte man eventuell sagen, ja, teilweise ist sie ja auch irgendwie Grimace. Wären das lila Haare, wäre sie immun, aber weil sie hat ja blaue Haare, das macht nichts. Pretty good. Not the best I've ever had, but good. You know what? I'm really enjoying this Grimace shake. I haven't seen all these crazy TikToks. I think you guys are reacting. Nothing bad's happened to me yet. Alles überreagiert. What the hell? Die schwimmt da einfach im Wasser. Alter. Die treibt da im Fluss. Ey, können wir darüber reden, wie gefährlich das gerade war? Die ist da einfach im Fluss da getrieben. Getrieben? Sie hat es nicht im Fluss. Vergesst, was ich sage, aber Leute, das war schon sehr krass, wie das aussah, dass sie da einfach straight... Erst kommt der Becher, dann der Strohhalm, dann sie. Wie macht sie das, by the way? Ich kann das nicht. Könnt ihr auf dem Wasser treiben? Also, sie hat ja noch geatmet. Sie hat ja die Luft nicht angehalten. Sie hat einfach normal weitergeatmet. Wish Grimace a happy birthday. ASMR? Ey. Du hast einen ganz dicken Fehler gemacht. Du musst Grimace Happy Birthday wünschen. Wo ist Happy Birthday? Oh mein Gott. Ey, das ist so gruselig, wie die verschmiert sind mit diesem Gesicht. Das ist auch echt krass. Diese Farbstoffe in diesem Grimace Shake, die sind so intensiv. Es ist wie Farbe. Sind das Fliegengeräusche? Sie gerade ein Make-up gemacht von Ronald McDonald? Alter, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Bro, ich krieg wieder Gänsehaut, Alter. Das ist so gruselig. Oh mein Gott. You're gonna have nightmares tonight. Sorry. Hey, make sure to click the like down below and subscribe if you like this video and want to see more. Das war sehr nice. Hey, yo, wie kommt denn Kio auf einmal her? Ey, stopp! Es war schon ein sehr nices Video. Ich muss aber sagen, Leute, was ist eure persönliche Top 5? Also ich muss sagen, der erste war sehr gut editiert. Ich würde den eigentlich auf Top 2 setzen. Das mit dem VHS war auch sehr nice. Dann der hier war, wo sie an der Decke gelaufen ist. Boah, das ist wie X-Faktor, das Unfassbare. Das war auch sehr gut. Aber ich glaube, das ist mein Lieblings-TikTok. Irgendwie glaube ich, der erste war irgendwie der coolste. Der zweite, der war halt, ja, okay, die machen einen Trip. Ich glaube, das war der schlechteste. Das war der war auch ganz gut. Dann haben wir den, wo sie einfach trinkt und dann einfach am Wasser getrieben ist. Das war schon stark, alleine fürs Risiko, muss ich sagen. Ich würde sagen, das auf Platz 2, das auf Platz 1, das hier Platz 3, dann das, nee, machen wir das hier Platz 3, dann das hier Platz 4 und das mit der VHS-Kassette war auch nicht schlecht, aber Platz 5 würde ich dafür geben. Willkommen bei Cayman und Flexion. Wir rufen heute Grimace Shake auf FaceTime an. Oh! Warte, ruft ihr Grimace Shake oder Grimace? Das sind ja zwei Sachen. Okay. Ich befinde mich gerade in China und habe diesen Grimace Shake im Supermarkt dort gefunden. Aber Leute, Mann, das Krasseste ist, dass die Verkäuferin mir noch einen Geheimcode mitgegeben hat. Einen Grimace-Geheimcode. Diesen habe ich für euch schon mal auf Deutsch übersetzt. Könntet ihr euch vorstellen, was das hier zu bedeuten hat? D-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 D. Rechts, rechts, D hoch, runter, D, D, links, rechts. Mich erinnert es an den PS2-Cheatcode. Ihr kennt ihn ja, ja. Wir haben ja auch schon den aus Amerika getrunken. GTA San Andreas, Cheatcodes. Ja, Mann. Oder Atari war das, glaube ich. Falls ihr es nicht gesehen habt, klickt jetzt hier oben rechts an und schaut euch das wieder an. Aber jetzt bin ich so gespannt, was dieser chinesische Grimace Shake kann. Komm, wir setzen uns. Der chinesische Grimace Shake. Oh, Bro, weißt du, was du machen könntest? Geh mal in den Bubble Tea Store und frag mal nach Grimace Shake. Die haben bestimmt irgendetwas Milchshake-artiges mit so Kugeln drin. 100%. Und mit Sahne. Glaube ich zumindest. Vielleicht hat er es sogar genau geholt aus dem Bubble-Tea-Laden. Ihr seht es, sie hat es auch
34 Grad, nachts, tagsüber 38. Mega verrückt, Freunde. Alt. Von außen sieht der richtig nice aus. Grimace Happy Birthday. Pick this or that. Aber jetzt müssen wir erstmal herausfinden, was dieser Code auf sich hat, Freunde. Wo willst du den eingeben? Was will ihr denn damit machen? Freunde, habt ihr eine Idee, dann lasst es mich gerne wissen und lasst einen fetten Like da. Die Verkäuferin hat mir nur noch... Ey, aber wir müssen darüber reden. Ich muss es ganz kurz ansprechen. Wie cool sieht dieser Garten aus? Das hat irgendwie so was Japanisches. Mit den ganzen schwarzen Steinen, Tischen und Stühlen und den hohen Bäumen, die gepflanzt sind in diesen, ja, eingemauerten, wie nennt man das, Töpfen? Ja, das sieht, und mit dem schwarzen Zaun, ey, ohne Witz. Manche würden sagen, das sieht aus wie so ein Horrorhaus oder so. Nein, ich finde das sehr schön. Ich habe es auch in Animal Crossing so designt. Es sieht sehr schön aus. Auch so ein Deckel mitgegeben. Was ich mir jetzt vorstellen könnte, ist, dass wir den hier drauf machen müssen, damit keine Flüssigkeit rauskommt. Und jetzt... Japanischer Garten einfach. Und schütteln, oder was? Let's go. Rechts, also rechts, rechts. Nein! Ich dachte gerade, er holt jetzt hier ein Handy raus oder Controller oder so. Er macht's mit dem Shake. Wofür steht denn dann das D? Hoch, runter, trinken, trinken. Mm. Ach, D steht für Drink. Links, rechts, trinken, runter. Ich bin sehr verwirrt. Irgendwie ist nichts passiert. Ich glaube, ich war zu langsam, Mann. Wie bei PlayStation 2, da war ich auch immer schlecht. Also, wir machen es nochmal. Rechts, rechts, hoch, runter. Okay. Wow. Habt ihr das gehört, Leute? Alter. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, Leute. Komm, guck mal. Alter, ich fass es nicht. Was? Da ist ein Zettel drin. Da ist eine Telefonnummer in dem Shake drin, als hätte der Geheimcode diese Telefonnummer da rein teleportiert. Warte, Alter. Nicht trinken, Bro. Nicht trinken. Du weißt doch, was passiert. Lecker, Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir schreiben diese Nummer direkt auf WhatsApp und rufen sie danach auf FaceTime an. Wir schreiben jetzt der angeblichen Grimace-Nummer in WhatsApp. Ich blende euch den Chat mal hier drüben ein und ich bin schon so gespannt. Wo ist Flexi? Wo ist Flexi eigentlich hin? Ob dir jemand antwortet, Leute. Ich habe Hallo, bist du Grimace? Hallo, bist du Grimace? Denn wir haben ja die Nummer aus dem Grimace-Shake. Ihr habt es gesehen, wir mussten schütteln, trinken und so weiter. Das war so richtig kompliziertes Ritual. Wurde geantwortet. Ja, und jetzt hast du mich aktiviert. Oh, oh. Es scheint geklappt zu haben. Wir haben den Grimace-Shake aktiviert und es ist seine echte Nummer. Actimel aktiviert Abwehrkräfte. Grimace aktiviert Grimace-Shake. Aber ich glaube Grimace nicht. Und außerdem, was meint er mit aktiviert? Meint er aktiviert, dass Grimace jetzt da ist? Oder dass wir nur die Nummer bekommen haben? Ich check's nicht. Ich frage ihn am besten mal. Was meinst du mit aktiviert? Wenn das wirklich Grimace seine echte Nummer ist, wäre das richtig ziemlich heftig. Aus diesem Grund schreibt jetzt nochmal Nummer in die Kommentare. Leute, wisst ihr, was ihr tun müsst? Jetzt alle, jeder einzelne von euch, schreibt jetzt Nummer in die Kommentare. Jeder von euch, du schreibst jetzt Nummer in die Kommentare. Ich schreibe jetzt Nummer in die Kommentare. Ich schreibe jetzt bei denen Nummer in die Kommentare. Leute, Nummer in die Kommentare. Let's go. U-M-M-I-R und lasst ein dickes Like auf. Ich werde dich auffressen, schreibt die Nummer. Auffressen, passt zu Grimace. Grimace ist so ein gefräßiges Grimassengesicht. Der isst den ganzen Tag und will mich jetzt auffressen? Das glaube ich nicht. Ich frage erstmal, ob er der echte Grimace ist, Leute. Was meint ihr? Bist du der echte Grimace? Ich weiß es nicht, ob es der echte ist. Wenn ihr da seid, wenn ihr dran bleibt, dann können wir zusammen rausfinden, ob das der echte Grimace ist. Mhm. Er schreibt, das wirst du noch früh genug erfahren. Hey, Leute, Leute, Leute. Mann, nicht, dass jetzt irgendwie hier der mir das antun will. Darauf habe ich gar keine Lust. Vor allem nicht um diese Uhrzeit, Leute. Ey, sag mir, der Typ muss doch in einem Zoo sein oder irgendwo in einem japanischen Garten. Das sind doch Bambussträucher. Das ist er in Japan? Er ist safe in Japan, oder? Weil er sagt ja asiatischer Grimace-Shake. Ist er in Japan? Habe ich irgendwas verpasst? Ich antworte erstmal, okay? Ich will erstmal wissen, ob es der echte ist. Sonst mache ich mir viel zu viele Gedanken umsonst. Na gut, wenn du der echte bist, dann verrate mir, nach was dein Grimace Shake genau schmeckt. Denn ich habe ihn mit Flexi probiert. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, klickt jetzt mal da oben drauf. Der Original Grimace Shake aus den USA haben wir um 3 Uhr nachts getrunken und der schmeckt nach Vanille mit einem Hauch Traube. Cayman, du bist zu frech. Wartet mal, ganz kurz. Woher weiß denn diese Nummer, dass ich Cayman schreibe?
Vielleicht schreibt er ja Flexi. Vielleicht ist da Flexi im Hintergrund. Und nicht Flexi? Wir sind ja KMO Flexi. Es könnte ja auch sein, dass Flexi schreibt und nicht ich. Ja! Ich muss ihn das sofort fragen, weil ich verstehe. Wo ist Flexi? Woher weißt du, wer ich bin? Ich hätte ja auch Flexi sein können. Woher weiß er, dass ich es bin und nicht Flexi? Ich verstehe das einfach. Er schreibt: Ich bin Grimace. Das Grimassengesicht. Und weiß alles. Ich muss sofort antworten. Ich glaub dir immer noch nicht, dass du der Echte bist. Deine Nummer ist bestimmt fake. Wahrscheinlich hat irgendein McDonald's-Mitarbeiter da seine eigene Nummer reingelegt in den Grimace Shake. Und jetzt will er mich verarschen. Irgendjemand will mich verarschen. Kann das sein, Freund? Ich weiß es nicht. Ihr liked erstmal das Video. Diese Nummer schreibt: Mein Shake schmeckt nach Vanille mit einem Hauch Traube und Blaubeere, Freunde. Das, was ich gerade gesagt habe. Hauch Traube, aber diese Blaubeere, die habe ich nicht erwähnt. Die habe ich auch nicht geschmeckt. Ich schreibe diese Nummer jetzt. Okay. Das stimmt, aber das ist nicht schwer, es herauszufinden. Jeder weiß, wie der Grimace Shake schmeckt. Ja, meine ich. Ja, absolut. Oder diese Nummer absolut. Hat unser Video gesehen. Ansonsten könnt ihr mal im Internet danach suchen, wie der Grimace Shake schmeckt. Da steht überall dieses Gleiche drin. Mein Grimace Shake. Er meint mein Grimace Shake, weil ich hingeschrieben habe, wie der Grimace Shake schmeckt. Also er denkt wirklich, tja, Leute, meine Damen und Herren, wir haben hier ein kommunikatives Paradoxon, in dem auf der kommunikativen Ebene ein unterschiedliche Verständlichkeit aufgewiesen wurde. Das heißt, er meinte der Grimace Shake, damit bezieht er den Begriff auf alle Grimace Shakes, und der Grimace, der ihm schreibt, meint mein Grimace Shake. Aber was Cayman nicht herausgefunden hat, ist, dass Grimace der ursprüngliche Ersteller des Grimace Shakes ist. Das heißt, auch seine Definition sind theoretisch alle Grimace Shakes, weil er ja alle Grimace Shakes macht. So Leute, jetzt Deutschunterricht beendet. Dass weiter geht's. Dass es sein Grimace Shake ist, beweis mir jetzt erstmal, dass du der echte... Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Schreibt Nummer in die Kommentare. Bist. Ansonsten block ich dich, oder? Was meint ihr, Freund? Wir machen hier doch keine Faxen, Mann. Wenn das nicht der echte ist, blocken. Du hast mich doch erfolgreich aktiviert, indem du die Shake-Geheim-Kombo ausgeführt hast. Aber hier dein Beweis. Du wisst ja, wir haben geschüttelt getrunken. Ich sag's euch, der ist auf dem japanischen Garten, Alter. Das sieht... Hier sieht nichts deutsch aus. Die Fensterrahmen sind schwarz. Im Fenster, hinter dem Fenster, ist sogar noch ein eingebauter Zaun. Bro, das ist irgendwo in einem japanischen Garten. Was auch immer du mir sagen willst. Warte. Das ist ein Foto von mir. Das ist ein Foto von mir. Warte. Komm gleich wieder. Leute, das kann doch nicht sein, Tom. Ihr seht es doch hier auf dem Foto. Das ist der Hof. Yo. Der Typ. Opa, Tom, gib mir mal die Kamera. Ich glaube, das kommt von da oben. Von diesem Fenster mal. Tom, siehst du das? Der hat mich von da oben beobachtet, man kann das sagen. Von da oben. Genau, von da hat er mich beobachtet. Gott. Der hat gleich noch eins geschickt, Freunde. Ich zeig's euch hier drüben. Hier seht ihr es auch nochmal. Wisst ihr was, Freunde? Wir starten kurz die Drohne. Ich geh doch da nicht rüber. Wir fliegen da mal kurz mit der Drohne rein, oder? Was meint ihr? Und dann beobacht. Auf geht's, ich hol. Hier ist die Drohne, Freunde. Mann, ich geh da ganz sicher nicht rüber zum Nachbarn. Wenn da Grimace Shake sich befindet, werden wir ihn erstmal mit der Drohne überwachen. Seid ihr bereit, Freunde? Okay, jetzt. Let's go. Wow. Die Drohne ist jetzt in der Luft und. Das ist das erste Mal, dass ich die Drohne for real in Aktion gesehen habe. Wir fliegen sofort rüber zum Nachbargrundstück, denn da ist angeblich Grimace, der mich beobachtet. Bro, ich feiere das so. Ich kann mir jetzt den ganzen Park beobachten. Was auch immer das ist. Es ist ein Hotel. Ich weiß es nicht. Habt ihr die Bilder gesehen, Freund? What? Was geht denn hier ab, Leute? Hier unten seht ihr mich rechts in der Ecke. Das niemals in da Deutschland. Da stehe ich gerade und fliege jetzt mal gemütlich rüber. Das ist ja ein richtig... Das ist Skibidi Toilets! Da hängen Skibidi Toilets! Leute, da hängen einfach Skibidi Toilets! Seht ihr das? Es sieht einfach aus wie Skibidi Toilets. Richtiger Dschungel und Urwald hier. Alter, sieht das heftig gruselig aus. Hä? Was sind das? Alter, ich dachte gerade, das wären Skibidi Toilets. Alter, aber das sieht so aus, ne? Grimace, der fängt Tauben. Der hat Tauben gefangen in dem Käfig. Ihr seht es doch. Was geht da ab? Alter, das ist viel zu heftig, Mann. Der hat Tauben in so einem verlassenen Haus. Wenn da Grimace ist, ich weiß es nicht. Wir fliegen da jetzt mal Boah. Ganz vorsichtig rein. Auf jeden Fall will ich nicht... Bro, was hören. Ist das? Gib mir ein bisschen Zeit, Freunde. Das sieht voll gruselig aus. Das ist nie in Deutschland. Oh, vorsichtig, ist klar. Vorsicht, Bro, nicht gegen die Wand heftig. Knallen. Ich seht ihr das? Was geht da ab? Eine richtig verlassene Halle. Alter. Tauben, Tischtennisplatte, und? Irgendwelche Säcke, Käfige, noch mehr Käfige. Oh, da ist eine Hase. Hase gefangen in dem Käfig, Mann, ihr seht es. Das ja, es ist nichts Ungewöhnliches, es ist halt so. Das ist ein richtiger Psychopath, dieser Grimace.
Jeder, der einen Hasen im Käfig hält, ist ein Psychopath. Ja. Was ist hier los? Und ein Hundekäfig? Alter, nicht das. Noch mehr Stacheln, Maschendrahtzäune, damit er noch mehr Käfige bauen kann. Nicht, dass er irgendwie die ganzen Tiere isst. Ich flieg da mal rüber. Alter. Das ist ein Durchbruch bei der Wand. Seht ihr? Ja, ich hab euch gesagt, das ist nicht in Deutschland. Seht ihr diese chinesischen Schriftzeichen? Ich glaube nicht, dass er in Japan ist. Das ist doch chinesisch, ne? Oder? Oh, schwierig zu sagen. Aber die Schrift ist mehr so chinesisch angelehnt. Da unten ist alles voller Müll. Kartons, Paketklebeband. Klebt der, kann er da durchfliegen? Pflanzen wachsen da in dem Haus. Das ist richtig verlassen. Ich muss Real Talk sagen, das ist bisher das aufwendigste Video von denen. Ich glaube, ihr wisst aus welchen Gründen, aber ich habe noch nie gesehen, dass er halt mit einer Drohne in ein Haus reinfliegt. So riskant. Das Setting ist ganz anders. Es ist nicht in Deutschland. Und wo ist Flexi? Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Er ist im Urlaub. Ja, und Flexi ist nicht mitgekommen. Soll ich da mal rüberfliegen? Das ist so schlau. Videos aus dem Urlaub posten. Ich probier's jetzt einfach mit euch zusammen. Heftig, Mann. Das ist eine richtige... Alter, da drüben geht's raus. So, boah, das... Alter, dieser grüne... Ey, Vorsicht, Alter. Der sieht nach Asbest aus, oder? Das mal an. Es kann Asbest sein, Bro. Pass auf, dass du da nichts splitterst oder so, weil die können in deine Lungen kommen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist oder ob das einfach Moos ist. Da wachsen irgendwelche Pflanzen wie im tropischen Dschungel. Heftig, da ist nicht mal ein Geländer dran. Da ist gar kein Geländer dran. Ey, krass. Komm, wir fliegen da mal hoch und gucken, was da oben abgeht. Hab ich... Leute, Props an mich, oder? Ich hab's erraten... Okay, es kann sein, dass das am Anfang des Videos gesagt hat. Aber ich habe gesagt, das sieht so japanisch aus. Okay, es ist nicht Japan. Das ist eher in China. Aber ich habe gesagt, es sieht nicht deutsch aus. Und asiatisch so. Und am Ende ist es so. Leute, Mann. Krass. Sollen wir da reinfliegen? Wird hier renoviert? Wir müssen da rein, oder, Freunde? Da ist wahrscheinlich Grimace drin. Da müssen wir rein, damit wir hochkommen auf dieses Dach, von dem er das Foto ausgeschossen hat. Alter, der ist ein richtig guter Drohnenflieger. Okay. Hui. Müll, noch mehr Müll, irgendwelche Kabel. Da geht's dann rein. Hä? Ey, es tut mir leid, falls es nicht China ist und es ist irgendwie Nordkorea. Südkorea oder Vietnam oder so. Tut mir leid, chinesische Schriftzeichen sind für mich das Leichteste zu erraten. Wenn es anders ist, dann tut mir leid. Leute. Ist hier jemand, der Chinesisch kann und sagt, das ist China? Leute, Mann, das ist irgendeine Sackgasse. Sackgasse. Da geht's nicht weiter, ihr seht es. Guck mal, da ist einfach das Ende des... Warum ist da deine Tür, wenn es da eine Sackgasse ist? Hä? Wir müssen raus, wir müssen da runterfliegen. Okay, sollen wir da runter wieder? Komm, wir gehen da runter. Da habe ich nämlich eine Treppe gesehen am Eingang. Wenn ihr sie nicht gesehen habt, spult zurück und schreibt jetzt nochmal Nummer in die Kommentare. Nummer. Okay, fliegen wir da runter. Oh! Wow, Freunde! Jetzt hat er die Drohne wirklich gecrashed. Die Drohne! Irgendjemand hat die Drohne berührt, irgendjemand hat die Drohne kaputt gemacht, Freunde. Ihr habt's gesehen! Ihr habt's gesehen, die Drohne wurde gebracht und dann ist sie runtergeflogen. Wir müssen sie wieder starten. Okay, Gott sei Dank. Gott sei Dank, aber von da oben, von hier wurde Alter, das ist irgendwie jemand die Drohne runtergebracht. Grimace! Das ist Grimace, Leute! Das ist Grimace, wir haben ihn gesehen, er ist ins Haus rein. Er ist ins Haus rein, Leute, Mann. Oh Gott, von wo kam der? Oh mein Gott. Leute, wir haben auf jeden Fall Grimace gesehen. Der echte Grimace, er ist hier. Ihr habt es gesehen. Wir müssen aber da ins Haus rein. Okay, wir müssen wieder hier auf die andere Seite fliegen. Zurück zu diesem Hase. Oh. Freunde, Mann. Für euch, ich hätte fast die Drohne gecrashed. Schauen wir mal, ob der Hase also noch dafür ist, muss ich echt Props sagen. Vergessen hat. Ihr wisst doch, Grimace ist ein verfressener Grimassengesicht, Mann. Der isst gern. Oh Gott sei Dank, der Hase, er lebt noch. Der Hase chillt einfach. Alles klar. Dann fliegen wir jetzt zu Grimace nach oben in sein Haus, Mann. Im Treppenhaus. Da fehlt sogar die Treppe, Mann. Die Treppe steht einfach in der Luft. Das ist viel zu Bro, krank, Freunde. Bro, ich lass ein Like da, Leute. Wer baut denn Treppen ohne Leute, ich lass hier ein Like da für die Aktion. Ich lass ein Like da für die Aktion. Das ist, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwer es ist, eine Drohne durch ein Haus zu fliegen, ohne zu crashen. Es ist sau riskant. Kann doch nicht sein. Egal. Wir haben es geschafft, wir sind jetzt oben. Das ist richtig wild. Denn hier wohnt Grimace. Ihr habt es gesehen, wenn ihr es nicht gesehen habt, spurt zurück. Das ist ganz wild. Was ist das gruselig? Überall liegt Schutt, Müll und da unten ist was lila ist. Könnte das von Grimace sein? Irgendwas, seine Haut, wo er schuppt sich hier oder irgendwas? Oh mein Gott. Alter, man, schaut euch das an.
Der Psychopath, Mann, der macht irgendwelche kranken Sachen in diesem Haus. Hier geht's hoch. Da fliegen wir aber gleich hin. Alter. Wir gehen erst mal diese ganze Etage hier angucken. Was geht hier ab? Boah, das sind Rohre. Es ist sehr, sehr dunkel hier. Ich glaube, das ist das Bad. Das wird hier alles renoviert, ne? Wir kennen gar nichts. Ein Rohrsystem? Vielleicht Skibidi Toilet, Kanalisationsrohrsystem? Vielleicht ist er ein Verbündeter von Skibidi Toilet? Super Mario. Okay. Hier links ist noch ein Zimmer. Da ist ein... Insgeheim ist es einfach nur ein Video, wo er sein neues Haus präsentiert und euch eine Early Access Room Tour bringt. Nichts, die Wand... Okay, dies ist der einzigste Raum, der halbwegs sauber aussieht, Freunde, aber guckt euch mal diese Fensterscheibe an. Boah, ey, die wurde schon lange nicht mehr gesäubert, Mann. Fliegen wir in den nächsten Raum. Also, ich muss sagen, Grimmes Haus sieht sehr traurig aus. Wo ist die Einrichtung? Der Putz bröckelt von der Wand. Und hier wieder, Skibidi Toilet Toilettensystem oder was? Freunde, das ist viel zu krass. Lasst jetzt mal fetten Like dafür meinen Einsatz hier. Und hier vorne geht's raus. Okay. Okay. Gucken. Ah, ja. Der erste Stock, der ist hier üben drüben. Ich seh sogar die Drohne, ey. Was geht ab? Wir fliegen wieder zurück. Krass. Leute, wir gehen jetzt in den zweiten Stock. Ich weiß nicht, was in diesem zweiten Stock passiert, aber ihr bleibt ja bei mir, Mann. Ihr bleibt doch dran. Ich schaue das Video bis zum Ende. Ja, natürlich. Wir haben jetzt Grimace Face gesehen. Wir wissen, er ist da. Und deswegen muss er hier in diesem Haus sein. Er muss sich im zweiten Stock. Ja, ja, ja. Alter. Wieder viel zu heftig. Da hängen die Kabel aus der Wand. Hier wieder die Toilette. Wo ist Grimace? Gott, Freunde, was geht hier ab, Mann? Schaut euch das an. Hier wohnt Grimace. Und durch dieses Fenster hat er das Foto geschossen, Freunde. Ich muss unbedingt rausfliegen mit der Drohne. Dann seht ihr das von außen. Moment. Oh. Ah, geschafft, Freunde. Wow. Alter, seht ihr das? Da unten stehe ich, da unten bin ich. Von dort hat er das Fenster, das Bild geschossen, Mann. Durch dieses Fenster. Wo ist er denn? Ich habe ihn gerade nicht gesehen. Da unten stehe ich, da unten bin ich. Er steht vor der Haustür, okay. Aber ey, das sieht voll schön aus, ne? Dieser Gang dort hinten. Boah, das wäre so schön, ne? Und dort hat er das Fenster, das Bild geschossen, Mann. Durch dieses Fenster. Ihr seht es. Zack, da oben. Ich habe es euch ja vorhin gezeigt mit Tom. Alter, Leute, wisst ihr was, Freunde? Wir landen die Drohne sofort. Wir wissen, wo er ist und wir greifen ihn jetzt an. Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott. Nein. Alter, immerhin haben wir unsere Drohne zurück. Schaut euch mal an, was Grimace gemacht hat. Die ganzen Propeller sind abgebrochen, aber die Drohne scheint an sich noch gut zu sein. Freunde, was geht ab? Wir gehen jetzt sofort mit Grimace schreiben, aber diesmal drehen. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass Grimace Shake hier bei mir ist und meine Drohne zerstört hat. Und das werde ich ihm nicht verzeihen. Das ist schon die sechste Drohne, die wir kaputt gemacht haben. Aber weil ich sie kaputt gemacht habe und nicht, weil sie Grimace kaputt gemacht hat. Wir schreiben ihm direkt, warum hast du meine Drohne kaputt gemacht? Das kann einfach nicht sein, aber Freunde, es ist viel krasser, dass er hier ist. Aus diesem Grund, Leute, lasst mal einen dicken Like da und schreibt nochmal Nummer in die Kommentare. In die Kommentare, weil ich dich auffressen werde. Das kann ich nicht zulassen. Wisst ihr was? Ich werde mich an ihm rächen, oder? Was meint ihr? Soll ich mich an ihm rächen? Dann lasst doch mal einen fetten Like da. Ich werde mich an dir rächen. Jetzt können wir einfach nur noch abwarten und schauen, was Grimace Shake uns schreibt. Ich hoffe, er gibt auf. Ich will mich eigentlich gar nicht rächen. Ich bin die liebste Person, die sie gibt. Aber wenn Grimace Shake es nicht anders will, bevor er mich auffresst, fress ich. Oh. Er schreibt, mach doch, K-Man, bleibt keine andere Wahl, Leute. Ich muss es machen. Ich komme, Grimace. Du wirst schon sehen, was mit dir passieren wird. Er wird nämlich sein blaues Wunder leben, oder sein lila Wunder. Was kann man dazu noch mehr sagen? Okay. Alles klar, Freunde. Ihr habt's gehört. Ich nehme euch jetzt mit. Wir werden uns jetzt an Grimace Shake rächen, denn er hat unsere Drohne kaputt. Boah, Alter. Das Video ist nicht mehr lang, aber ich bin gespannt. Bevor ich aufgefressen werde, fresse ich ihn auf. Let's go. Irgendwo in diesem Raum, Freunde, muss ich noch... Wait, Bro. Du willst ihn auffressen? Wir werden Equipment haben. Und hier ist die Schalter. 3, 2, 1. Wow. Verstopft, Freunde. Aber wer eure Game Master Videos von uns kennt, man, wer sie gesehen hat, weiß, was jetzt abgeht. Wir ziehen in den Krieg gegen Grimace Shake. Okay, alles klar, Leute. Nices Video. Ich fand den Drohnenflug sehr, sehr interessant. Einmal Grimace gesehen, wie er da reingelaufen hat, aber danach hat man ihn erstmal nicht mehr gesehen. Also, wenn ihr eine Fortsetzung haben wollt, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst ein Like da. Abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao.